Und damit einen wunderschönen guten Nachmittag. Es ist Serie 7 da in Forza Horizon 5. Und ja, die ist quasi der Aufwärmer für Serie 8. Serie 8 ist, glaube ich, für viele, auf jeden Fall zumindest mal, was den neuen Content betrifft, eine sehr, sehr, sehr heiß ersehnte Serie. Aber Serie 7 ist auch geil. Ich meine, allein schon, dass wir hier direkt einen Ferrari SF90 Stradale Serienbonus bei 80 Punkte gewinnen können. Die 80 Punkte werden wir natürlich noch nicht erreichen jetzt in der ersten Woche, aber dann direkt schon nächste Woche ist es auf jeden Fall möglich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr am Start seid. Ich bedanke mich auch schon mal direkt hier bei EWP Sam. Ich nenne dich einfach Sam. Dankeschön für deinen Prime-Sub. Danke dir und auch an alle, hallo an alle, die da im Chat schon fleißig schreiben. Auch vielen Dank natürlich an alle VOD-Zuschauer. Gleich schon mal zu Beginn der Hinweis, ich werde es vielleicht auch nachher noch mal ganz kurz sagen, ich werde es nachher sowieso, wenn es soweit ist, noch mal sagen. Ich bin nur bis, also aufgepasst, ich bin bis 18 Uhr live, dann muss ich zu einem Termin. Ich weiß nicht, wie lange dieser Termin geht, aber nach diesem Termin bin ich dann wieder live und dann machen wir den Rest hier fertig. Ja, weil bis 18 Uhr werde ich nicht alles schaffen, logischerweise. Ich werde jetzt auch nicht stressen. Wir machen das ganz normale Tempo wie immer. Für die VOD-Zuschauer auf YouTube, ja, für euch macht's, ist kein Stress. Bei euch gibt es einfach einen Cut und dann geht's nahtlos weiter. Also für euch gibt es kein, ich verschwinde auf einmal und dann komme nie wieder. Sondern da geht's bei euch nahtlos weiter. Für alle, die im Stream sind, ihr habt dann die Möglichkeit, einfach euch ganz gechillt was zu essen zu machen oder was zu trinken, ein Eis aus der Kühlbox zu holen oder was auch immer. Und wie gesagt, keine Ahnung, wie lange ich weg bin, aber ab 18 Uhr oder kurz vor 18 Uhr bis, weiß ich nicht, 6:30, 6:45, 7, sowas. Wir werden sehen. Ihr werdet sehen. Auf jeden Fall, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr am Start seid. Und dann würde ich sagen, wir schauen uns den Sommer an. Ja, die Regensaison ist die erste Season. Da erwartet uns erstmal Ferrari 250 GT. Und geiles Fahrzeug, klassisches Fahrzeug, freue ich mich drauf. Er kehrt wieder zurück und ist erstmal auch exklusiv zu gewinnen. Ich denke mal, früher oder später werde er auch noch öfters zu gewinnen sein. Wir gehen aber, bevor wir auf den Forzaton zu sprechen kommen, erstmal in den Forzaton-Shop und schauen mal, was uns da erwartet, wie auf dem Thumbnail oder beziehungsweise in meiner Ankündigung zu sehen. Den Subaru 22B gibt es zu gewinnen. Ist auch ein ganz besonderes Fahrzeug, weil man den, glaube ich, so gar nicht kaufen kann, irgendwie so. Auf jeden Fall cool, wenn man den noch nicht hat, dann auf jeden Fall mitnehmen. Ich würde es auf jeden Fall euch empfehlen. Vielen Dank auch an Shorty für deinen Prime-Sub. Vielen lieben Dank, dass du dein Prime hier rein investiert hast. Danke dir. Vielen, vielen lieben Dank. So, ja, es gibt noch die Bass-Drop-Hupe, die hören wir uns mal an. Wenn sie dann mal lädt. Okay, das ist ein sehr, sehr tiefer Bass. Okay. Ja, gönnen wir uns mal. Also es klingt schon sehr beängstigend, wie ich finde. Aber das könnte jetzt auch so ein, so aus, wie hieß der Film nochmal mit Tom Cruise? Nicht A Day After, sondern, Krieg der Welten, genau. Ja, diese Tripods. Also wenn die so klingen würden, würde man es auch abkaufen, oder? Also so Alien-mäßiges, verrücktes, ihr wisst Bescheid, ne? Gut, egal. Wir gehen aber zum Forzaton und der heißt diesmal Original Hot Hatch. Kapitel 1, VW Caribe. Total falsche Aussprache bestimmt, keine Ahnung, was damit gemeint ist. Bei VW bin ich eben ein bisschen raus, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, eine der Marken, wo ich echt so durch die Welt gehe. So. Ich bin nicht ganz ehrlich. Also kein Hate oder irgendwas gegen VW. Die haben natürlich auch geile Fahrzeuge, gerade die klassischen. Aber bei VW bin ich echt, was Wissen angeht, sowas von raus. Deswegen, I don't know. Egal. Wir lesen es mal vor. Also Kapitel 1, Besitzer und Fahrer des Auto als Vorlage für einen modernen Hot Hatch gilt den 1983er Volkswagen Golf GTI. Ups, Kapitel 2, Puebla Erbe. Der VW Golf wurde fast ein halbes Jahrhundert lang in Puebla hergestellt und war unter den Einwohnern sehr beliebt. Probiere aus, wie gut er sich auf mexikanischen Straßen fährt, indem du ein Straßenszenenrennen im 83er VW Golf GTI gewinnst. Da ist es wieder die Frage, darf er getuned sein, darf er es nicht? Ich gehe mal davon aus, er darf.
Kapitel 3, Projekt Sportgolf. VW-Ingenieure entwickelten den Golf GTI im Geheimen. Als sie versuchten, einen noch schnelleren Golf herzustellen, teste die Geschwindigkeit des 1983er VW Golf GTI, indem du insgesamt 5 Sterne in Blitzerzonen verdienst. Und dann haben wir noch mal Kapitel 4, Bestseller. Der VW Golf war der erste war das erste VW-Modell, das die Produktionszahlen des beliebten Beetle übertreffen konnten. Also mit Beetle ist natürlich der Käfer gemeint. Nimm dir etwas Zeit für das Auto und führe im 1983er VW Golf GTI eine ultimative Fähigkeitskette aus. Okay, I see. Dann würde ich sagen, gönnen wir uns erstmal das Fahrzeug. Ich meine, ich dürfte eins auf jeden Fall noch im Fuhrpark haben. Und dann dürfte das ja damit erstmal eigentlich funktionieren. Da haben wir ihn auch schon. Und dann würde ich sagen, holen wir uns erstmal Kapitel 1 ab und dann betreten wir wahrscheinlich gleich so wieder das Haus, bevor ich jetzt tune irgendwas. Dann gehen wir erstmal raus und dann wieder rein. So. Prolike Dicker, grüße dich und auch an alle anderen nochmal ein herzliches Willkommen. So, ich muss glaube ich sowieso, ich weiß gar nicht, ob ich das anhabe, dann muss ich es erstmal checken für heute wieder. Also, das machen wir auch schon mal gleich an für heute. Die Fähigkeitskette brauchen wir auch gleich noch, deswegen mache ich sie mal an, Hinweis ist an, sehr gut. So, hat es jetzt gezählt? Ups. Ja, hat gezählt, sehr schön. Also, dann tunen wir den mal ein bisschen. Ich weiß gar nicht, auf was wir den jetzt tunen. Ich glaube, wir gehen da schon ein bisschen mehr in die Vollen, wenn wir auch gerade nachher ein bisschen noch Fähigkeitsketten und so machen wollen. Also ich glaube, wir machen mal so Richtung A800 oder sowas. Ja, das ist, glaube ich, schon sehr viel für so ein Fahrzeug. Und ich glaube auch, dass wir da vielleicht sogar auf Allrad gehen. Turbo Rally Motor mache ich jetzt vielleicht nicht, bleiben wir mal beim Serienmotor. Aber ich glaube, ich mache schon mal einen Allradaufbau. Wir gehen den Turbolader drauf. So, jeder Golf-Fan jetzt so, nein, wie kannst du nur... Du verschandelst dieses Fahrzeug. Und ja, dann sorry. Dann ist es halt so. Ah, kenn ich nix. Ja, lassen wir mal so das alles. Da haben wir jetzt kein Rallye-Auto draus. Das ist ja auch nicht die Aufgabe. Ja, geben wir dem aber mal Semi-Slicks. Felgen finde ich eigentlich schon verdammt sexy. Die würde ich schon eigentlich lassen wollen. Nehmen wir einfach die erstbesten, die mir jetzt entgegenkommen. Es ist ja auch egal. Wir können ja vielleicht einfach riesige 16 Zoller machen. So. Aber vor allem schön breit. Ja, also so breit, wie es halt irgendwie geht. 2,35 auf so einem Golf ist, glaube ich, schon ganz in Ordnung. Urbreite können wir nicht machen. Deswegen machen wir einfach mal weiter im Text. Getriebe, ja, brauchen wir nicht. Haben wir ja durch ein Allrad schon bekommen. Lass mal rein. Wir gucken gleich mal wegen dem LI. Aber ich baue jetzt erstmal drauf los. So, Rennen, wenn er ein bisschen tiefer liegt, ist die Welt auch schon mal besser und in Ordnung. Und wir machen das hier mal noch rein, Gewicht. Wahrscheinlich schon relativ leicht, ne? Aber weniger ist mehr. Und deswegen machen wir das rein und dann gehen wir jetzt hier mal... Zack, zack, zack. Ja, kann man machen auf jeden Fall die Abgasanlage. So, so. So. Oh, das kommen wir genau dann auf A800. Dann, oh, das ist es vielleicht sogar zu wenig Leistung. Ich weiß es nicht. Wir machen es mal so. Grip wird er auf jeden Fall richtig gut jetzt haben. Vielleicht machen wir sogar einen Tick weniger. Vielleicht machen wir nur mit Sportreifen. Ich weiß es nicht. Also 6er Handling-Wert auf A800 ist zum Beispiel für CVR-Wert ist Bombe. Aber wir spielen ja nicht CVR. Deswegen bin ich gerade am überlegen, ob wir vielleicht dann doch das eher über Sportreifen realisieren. Dann könnte man nochmal ein bisschen mehr Leistung geben. Ich glaube, das machen wir mal. So, und dann machen wir da nochmal doch ein bisschen mehr Leistung rein in die Büchse. So, dann sind wir bei 320 PS. Das ist doch eine ganz nette Anzahl. Machen wir so. Wird es wieder einen Tuning-Guide geben? Ja, da werde ich sehr oft danach gefragt und ich muss euch immer wieder vertrösten. Der wird kommen, aber lasst mir einfach Zeit. Ich will den ordentlich machen, weil, einfacher Grund, der Tuning-Guide von Horizon 4 oder für Horizon 4 funktioniert auch fantastisch bei Horizon 5. Und jetzt einfach den gleichen Guide nochmal Copy-Paste zu machen, ist, finde ich, Quatsch.
Deswegen, ich habe da Ideen, wie ich den Guide für Horizon 5 umsetzen möchte. Den möchte ich ein bisschen besser, strukturierter umsetzen. Auch gerade für Leute, die gar keinen Plan haben, dass sie gleich wissen, okay, das kommt auf mich zu, das finde ich hier und hier. Das wird auch ein Mehrteiler werden. Also gut, war der in Horizon 4 schon, das war ja auch ein Zwei-Part-Dings, aber das wird eher schon so Richtung 4 Parts wahrscheinlich rauslaufen. Und ich will es ordentlich machen und deswegen, ich kann noch nicht sagen, wann der genau dann quasi final in die Tat umgesetzt wird. Aber er wird auf jeden Fall kommen. Aber wie gesagt, solange könnt ihr sehr, sehr gerne den Horizon 4 Guide nutzen. Und ich erwähne es auch nochmal, weil das auch damals schon viele nicht so wirklich mitbekommen haben. Im zweiten Part des Horizon 4 Guides, den ihr auch unten in der Videobeschreibung für die VOD-Zuschauer findet, für alle anderen, die auf Twitch jetzt live gucken gerade, guckt einfach unter irgendeinem Horizon 5 Video, es ist immer verlinkt, der Horizon 4 Guide. Beim zweiten Part in der Videobeschreibung findet ihr so ein, ich sag jetzt mal, so ein Cheat-Sheet, ja, so ein Hilfestellungstabelle. Klickt da mal drauf, das hilft euch extrem. Da steht quasi drin, was mache ich, wenn ich Untersteuern habe, was mache ich, wenn ich Übersteuern habe. Und dann steht da nochmal da, was für eine Art von Übersteuern, was für eine Art von Untersteuern. Was kann ich denn ändern am Fahrzeug? So. Und das in Verbindung mit dem zweiten Part, ja, mit dem grundlegenden Verständnis, was da eigentlich passiert, dann seid ihr auch in Horizon 5 schon mal Bombe aufgestellt. Klar, es gibt ein paar kleine Tricks und Feinheiten, die hier besser funktionieren oder anders funktionieren, aber grundlegend ist es tupfegleich. Ja, da hat sich nichts verändert. Ein Stabi tut immer noch, was ein Stabi tut. Ja, Reifen tun immer noch, was Reifen tun und so weiter und so fort. Also das ist jetzt kein Hexenwerk, sage ich jetzt einfach mal. Da macht schon richtig Dampf hier, ne? So viel, als sie das Horizon-Tour-Dings gefixt haben. Jetzt habe ich schon wieder hier Horizon-Tour abgeschlossen, obwohl ich ihn nie abgeschlossen habe. Ich dachte, das wurde mal gefixt. Wurde es aber irgendwie nicht, ne? Naja, gut, okay. Habe ich halt die Horizon-Tour schon abgeschlossen. Wir machen mal ein bisschen weniger Sturz, weil ich glaube, der braucht das definitiv nicht. Da machen wir das mal so. Das lasse ich alles erstmal, finde ich ganz okay. Und wir lassen auch den Rest erstmal, vielleicht hier ein bisschen weniger, hier ein bisschen weniger und hier ein bisschen weniger. Und dann wird es schon passen. Wir gehen das Ganze an. Wir müssen es gewinnen. Ich glaube, Schwierigkeitsgrad habe ich mal für das Strengtestformat die Woche, glaube ich, runtergestellt. Deswegen, glaube ich, müssen wir das wieder ein bisschen hochstellen. Ein bisschen eine Challenge dafür sein. So, zack. Zack. Machen wir mal Profi. Ja. Okay. Und let's go. Okay, das Geriebe ist ein bisschen zu kurz, merke ich gerade. Da werden wir jetzt gleich in den Drehzahlbegrenzer laufen. Okay, sorry, das habe ich nicht beachtet. Das machen wir nochmal neu. Das habe ich nicht beachtet. Ups, da wollen wir nicht hin. Da wollen wir hin. Und zwar machen wir das mal ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht, wie lang der... Ja, das ist zu lang, scheinbar. Oder auch nicht. Okay, ne, der kann... Machen wir es mal so. Ein Highspeed-Monster wird der Golf auf jeden Fall nicht. Ja, machen wir so. Passt schon. Allerdings 270 Sachen in so einem 1er-Golf. Ich glaube, das ist schon wild genug. Aua! Ja, zurückspulen im Livestream, also das geht leider. Das ist, glaube ich, die einzige Funktion, die bei YouTube-Livestreaming echt geiler ist, dass man direkt im Stream bis zu 2 Stunden zurückspulen kann, wie bei einem Video. Bei Twitch geht es quasi mit Umwegen. Du kannst quasi auf den
oder auf meinen Twitch-Kanal klicken, während ich live bin. Und dann dürfte unter den letzten Stream-Aufzeichnungen, also unter dem Video-Tab, auch der jetzige Livestream sein, obwohl ich schon live bin. Und da kannst du dann quasi auch im aktuellen Livestream zurückspulen, quasi. Es sind halt natürlich ein paar mehr Klicks, aber es geht auch. So gesehen. Geht ganz schön ab, der kleine Flitzer, ne? Oh nein, Bodenwelle! Ich hab's echt verpasst, ne? Scheiße! Zum ersten Mal, dass ich's verkackt hab. Ich kann auch nicht mehr zurückspulen, weil's schon zu wild ist. Ja, das ist ja auch nicht gar nicht live. Ist nie passiert. Schneiden wir raus. So, nochmal. Scheiße, ich hab's ein bisschen zu früh gemacht. Und bin tatsächlich dran vorbeigeschlittert. Und wenn du zu nah am Ziel bist, kannst du nicht mehr zurückspulen. Das war jetzt ja Fail. Aber komm, wenn die ganzen Promo-Dinger mich schon so anlächeln, dann machen wir mal immerhin die Dinger. So. Das kommt nicht ins Best-of, klar? Dass wir uns verstehen? Das ist nie passiert. Aber da war halt wirklich eine Bodenwelle. Das war überhaupt nicht, ne? Ganz klar. Das hätte das beste Fahrzeug ausgehebelt. Oh. Das kann da außenrum. Ach komm, mal ein bisschen Cockpit-Feeling. Aber der klingt mit der Abgasanlage, mit der Rennabgasanlage schon wild, finde ich irgendwie. Jonas, Bobby, grüß dich. Diesmal umfahren wir einfach die Bodenwelle, ja? Einfach dran vorbeifahren an der Bodenwelle. Tja, so einfach geht's. Ray, grüß dich. So. Sehr schön. Dann haben wir das auch geschafft. Dann kommen wir zu Kapitel 3. Okay, warum steht da Serienfortschritt 0? Habe ich nicht jetzt die Horizon-Dings bekommen? Oder die gibt es hier gar nicht? Die gibt es hier gar nicht. Okay, I see. Egal, never mind. So, jetzt müssen wir 5 Sterne in Blitzerzonen verdienen. Alles klar. Das ist eine Driftzone. Hier ist aber eine Blitzerzone. Da würde ich sagen, da fahren wir einfach mal durch. Keine Ahnung, wie viele wir da schaffen. Aber wir fahren da einfach mal durch. Thank you.
Alles gut. Wenn ich sage, das kommt nicht ins Best-of, heißt es eigentlich, bitte sende das ins Best-of ein. Ja, das ist quasi die versteckte Nachricht. So. Dem armen Bär müssen wir noch was zum Arbeiten geben. Wenn der keine Einsendung bekommt, dann kann er ja auch nichts quasi mitmachen. Vielleicht ist Memphis eigentlich da. Oder einer der anderen Mods. Ja, Memphis ist da. Erstell mal, wenn du das nicht schon hast, erstell mal einen Befehl, irgendwie Ausrufezeichen Best of oder so, wo dann halt direkt der Einsendungslink fürs Best of gepostet wird. Dass wenn wirklich mal was im Stream passiert, dass die Leute quasi wie ihr direkt einen Clip machen könnt und dann den Clip direkt ins Best of reinschicken könnt oder sowas. Dass man das gleich erledigt, ne? Memphis, geht es nicht lauter? Jetzt hat er es nicht verstanden, den Witz. Verdammt. So, ich könnte jetzt die ganze Zeit die gleiche Blitzerzone machen. Nee, Brian, er hätte das jetzt nochmal in Caps Lock schreiben müssen. Mann. Und dann hätte man, oh, dann würde ich singen, wer wohnt im Hotel Castillo ganz hoch über Guanajuato, Ray, der Racer, und, ach, keine Ahnung, ich krieg's nicht zusammen getextet. Ihr seid die besseren Lyrikschreiber als ich. Ich sing's euch dann, ihr schreibt den Lyrik, so machen wir's. Aber ihr wisst, auf was ich hinaus möchte. So, wunderbar. Wir sind auf einer Humorwellenlänge. Das ist das Entscheidende. So, hier haben wir noch eine Blitzerzone, die mich gerade anlächelt. Dann machen wir die doch mal ganz schnell. Ah, nee, da müssen wir aber eine Kate. Müssen wir Kate machen heute? Dann würde das ja prima reinpassen. Nee, wir haben kein Kate. Was mir eigentlich auch recht ist. Ich mag diese Kate-Herausforderung irgendwie nicht so. Deswegen, ja. Starten wir halt außerhalb vom Kate. Passt das schon. Ja, jetzt kommen wir die Ausreden. Das war knapp. Sehr schön. Dann haben wir Kapitel 4. Jetzt müssen wir eine ultimative Fähigkeitskette hinbekommen. Das kriegen wir doch hin. Ich muss kurz mal hier die Route wegmachen. Warum auch immer da eine Route gesetzt ist. Durchs Gelände geht es immer ganz gut. Großartige Fähigkeitskette haben wir schon mal. Dann kann die ultimative ja auch nicht mehr so weit sein. Weil irgendwie will der keine 360s machen. Da blockiert er sich. Ja, geil. Warum will der keine 360s machen? Richtig belastend. Das Diff sperrt zu viel, glaube ich. Hm.
hervorragender Hammer. Vielleicht hätte ich auch die Fähigkeiten von dem Wolf pushen sollen. Ach, egal. Jetzt haben wir es. Sehr schön. Geh doch. Sehr schön. Ja, danke schön auch für die neuen Follower heute. Willkommen, willkommen. So, Forzaton ist abgeschlossen. Das heißt, als nächstes gehen wir wieder die Multiplayer-Geschichten erstmal an, hätte ich gesagt. Da haben wir aber heute nur die Prüfung. Also, was heißt nur? Wir haben die Prüfung. Und wir haben wieder eine Horizon Open-Geschichte. Aber nee, ist Horizon Open, nicht, oh doch, halte in einem beliebigen individuellen Horizon Open-Rennen. Eine Geschwindigkeit von mindestens 161 km/h. Wow, okay. Ja, das sind dann nur die zwei Sachen. Dann, weil wir haben keine Minispiele. Wir haben sehr viele PR-Stunts wieder, wenn ich das richtig sehe, oder? Zwei. Nee, drei PR-Stunts, drei Meisterschaft. Okay, never mind. Okay, alles klar. Ja, dann machen wir erstmal das hier. Was müssen wir denn fahren? Trucks A800. Hatten wir das nicht schon mal als, Klasse irgendwie? Ich guck gerade mal. Trucks. Performance-Klasse. Ja, den haben wir aber nicht ganz auf 800 aufgebaut. Ich geh, vielleicht ging der auch gar nicht auf 800, kann das sein. Dass das so ein Maximum war. Problem ist, ich habe hier, glaube ich, Full-Slicks drauf. Oder? Oder gibt's denn sogar nur mit Full-Slicks? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück und gucken uns das an. Da geht maximal auf 788. Ja, dann war das das. Ja, okay, also ein LI würde mir fehlen. Wahrscheinlich bei den Felgen könnte ich nochmal leichter werden, schätze ich mal. Dass ich die nicht die leichtesten Felgen habe. Genau, dann würde da mehr gehen. Aber ich finde es tatsächlich, irgendwie sehen die anderen Felgen oder die leichten Felgen sehen irgendwie bei dem Truck schwierig aus. Wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen habe ich das, glaube ich, verzichtet. Habe ich darauf, glaube ich, verzichtet, wenn ich ehrlich bin. Oder wisst ihr Felgen, die tatsächlich diese 36 Kilo sparen und ganz annehmbar auf dem Truck aussehen? Ich nämlich nicht. Ja, oder? Turbo-Fan-Felgen. ja, sonst sind da nämlich keine, die irgendwie, finde ich, passen. Forza Edition ist, glaube ich, nicht in dieser Klasse, oder? Oder habt ihr das schon getestet? Aber man kann die Mischung echt nicht ändern. Nee, dann ist es so, wie es ist. Oder? Forza Edition, ich kann ja mal gucken. Ich meine, die ist nicht in der Klasse zu finden. Sonst wäre die mir jetzt gerade eben schon angezeigt worden. Genau, die ist bei Offroad nämlich. Deswegen, das bringt mir nichts. Nee, wir fahren damit jetzt. Es wird schon schief gehen. Ich hoffe, es regnet halt nicht. Wenn es halt regnet, dann RIP. Ja. Turbo-Fans klären. Ja, aber ich finde die... Das kriegen wir auch so hin, oder? Kriegen wir auch so hin. Das Team carried mich wieder. Ihr kennt das doch bei der Prüfung. Das sind alles so kollegial. Da kann man auch mal mit als schwächeres Glied der Gesellschaft wird man dann getragen. Da ist keiner böse auf einen. Ja, da wird man auch nicht unnötig in die Wand gedrängt oder so, sondern das ist alles gar kein Thema. Wood, grüß dich. Gerade Prüfung mit 2 PXH im Tag, die haben nur gerammt. Ja, schämt euch. Ja, da kann ich nichts dafür, ja. Ich kann nur sagen, versucht nicht rumzurammen, weil manchmal ist es gar nicht so einfach. Auch mir passieren solche Fehltritte manchmal. Ja, Prüfung mit Trucks hatten wir in Horizon 4 des Öfteren mal. Dort sogar als Rallye-Event. Das haben wir jetzt hier wohl nicht. Wir können eh die Reifen nicht wechseln, also. Ich hoffe jetzt auch nicht, dass es regnet in dem Event, sonst RIP.
Ja, bei den Dingern ist, glaube ich, der Unterschied zwischen freundlichen Abklatschen und komplett kaputtrammen sowieso, ja, das Gleiche. Ja, Memphis, den gucken wir uns gleich mal noch an. In Real Life ist ja der SF90 auch tatsächlich nur auf dem Papier geil. Ich könnte die Fähigkeiten mal wegmachen, weil die brauchen wir jetzt, glaube ich, sowieso nicht mehr. Hat. Weg damit. Ich habe die Community gut erzogen. Ja, aber weißt du, jede Familie hat so ein schwarzes Schaf. Oder zwei oder drei. Kannst du nichts machen. Ja, aber in den Monatsrivalen ist der SF90. Deswegen. Kann man den schon mal ein bisschen austesten. Der F8 kommt sogar erst ganz am Ende. Der kommt erst in 3 Wochen sogar. Ich fand's ja lustig, dass heute jemand oder gestern mir jemand auf Twitter geschrieben hat und mir geschrieben hat, hey, ich kann dir erklären, wie du die Fahrzeuge aus Serie 8 jetzt schon bekommen kannst. Da dachte ich nur so, oh mein Gott. Don't do it. Don't do it. Ihr wisst ja, wie ich dazu stehe. Beziehungsweise auch, was ich euch da immer rate. Don't do it. Ja, wie gesagt, mir ist es egal, das können Leute machen, nur die Konsequenz ist halt, also wie gesagt, in Horizon 4 war es auf jeden Fall extrem, da waren die richtig hinterher, da ging es nicht so wahnsinnig lange, dann hattest du eine Accountsperre und ich kann mir vorstellen, dass es hier nicht anders ist, dass sie wieder relativ fix damit anfangen, deinen Account zu sperren und ob sich das halt dann lohnt, I don't know. Ja, die sind noch dümmer, die dann auch noch Videos dazu machen. Und einstellen. Die werden ja halt auf jeden Fall. Im Prinzip, um es fair zu machen, so blöd es ist, eigentlich ist es ja kein Verpetzen. In dem Sinne ist es ja eigentlich, kann man solche Leute ja schon eigentlich melden. Weil es soll ja eigentlich fair für alle sein. Aber gut, mir ist, also ich melde jetzt auch niemanden, weil mir ist es egal. Ich habe da Besseres zu tun. Aber wenn man die jetzt meldet. Also beschweren können die sich nicht, ja. Und ich glaube auch nicht, dass man da ein Miespeter ist. Ich meine, sie machen das ja schon sehr bewusst, was sie nicht sollen. Ich mache mit Andy gar nichts um 18 Uhr. Wir haben 2 Accounts und 3 Accounts. Ist ja egal. Wenn sie das auf YouTube machen, dann machen sie es ja trotzdem. Das ist ja trotzdem, dann weiß man ja trotzdem, was sein Hauptaccount ist. Und dann kann der Hauptaccount genauso dafür gebannt werden. Also. Das ist nicht. Das ist trotzdem nicht schlau. Also gerade die, die es auf YouTube stellen, die sind halt nicht gerade sehr schlau. Ja, ich glaube, es werden ganz viele heute um 18 Uhr einen Termin haben. Aber das heißt ja nicht, dass wir was miteinander machen, sondern vielleicht nur was gemeinsam anschauen. Oder so. Ist egal, ich rede nicht drüber. Ich darf nicht drüber reden. Interessant ist, dass die 3 Vatare, also die... Ja, die 3 Vatare, dass die nicht getuned sind scheinbar. Das macht das Ganze ja eigentlich ein bisschen einfacher, oder nicht?
So, bis jetzt ist alles cool, bis wir jetzt zum ersten Mal bremsen müssen. Wobei das Ding eigentlich ganz gut bremst für das Gewicht. Würde ich behaupten. Boah. Ich meine, der Kurs ist natürlich jetzt super fies, weil der Kurs ist ja schon echt eine ziemliche Handling-Geschichte. Man muss mit dem fetten Ding da durchräubern. Aber wie gesagt, dadurch, dass die drei Radare ja gar nicht getuned sind, sollte das ja eigentlich easy sein fürs Team. Easy. Oh nein, Bodenwelle. Müssen wir aufpassen. Chatfenster bitte verschieben, ja. Ganz vergessen, danke euch für den Hinweis. Später erfahren... Also ich kann euch halt so viel sagen. Ja, später im Sinne von in... paar Wochen werdet ihr vielleicht mehr oder weniger erfahren, was dieser Termin war. Aber nicht so in den nächsten Tagen, sicherlich nicht. Ich weiß nicht, wann das neue Need for Speed rauskommt. Kommt es dieses Jahr noch raus? Keine Ahnung. Ist ja, glaube ich, nicht offiziell. Ist es ja noch nicht angekündigt, glaube ich. NYPD, grüß dich. Moinsen. Der Moment, wenn man die Kurve perfekt nimmt und dann von hinten einer draufhaut, ja, das ist leider hier manchmal möglich, ja. Aber was halt die Trucks halt vor allem halt ausmacht, ist halt quasi die, quasi, ich sag jetzt mal, der Bass, den die eigentlich von sich geben, weil die Dinger, das sind ja schon richtig üble Maschinen. Und deswegen, das kann, glaube ich, soundtechnisch halt gar nicht so rüberkommen bei so einem Motor in einem Spiel. Weil die machen ja mehr Nebengeräusche als tatsächliche aktive Motorengeräusche.
merke schon, die hinter mir, die nutzen mehr die Wand mit, glaube ich, als tatsächlich die Straße. Aber vielleicht ein bisschen zu viel untersteuern in ihren Truck. Oh, das wird jetzt eklig. Nein. Ich auch mal die Wand mit, das war aber nicht beabsichtigt. Ja, leichter Tuschierer. Sollte erlaubt sein. Ja, aber wie gesagt, das hat halt, das Problem ist, wir Menschen nehmen tatsächlich Sound eines Autos oder wie jetzt Hathaway sagt, von einem Rennwagen, nicht nur durch die Ohren, nicht nur durch das Geräusch wahr, sondern unser ganzer Körper nimmt es wahr, durch den Bass, durch den Druck, also alles, was da halt quasi abgegeben wird. Und das kannst du halt in dem Spiel niemals so vermitteln. Das ist halt so ein bisschen das Schwierige, sag ich jetzt einfach mal. Und ich meine, es gibt schon Rennspiele, Schrägstrich Rennsimulationen, die da schon sehr authentisch hinkriegen. Also ich sage jetzt mal so eine Assetto Corsa Competizione oder auch ein Race Room zu seiner Zeit hat schon, das schon sehr, sehr geil hinbekommen, weil die halt sehr viel Nebengeräusche und sowas drumherum passiert halt auch noch geil mitnehmen. Aber wenn man es dann 1:1 mit Real Life vergleicht, dann stinken die auch komplett ab. Also deswegen finde ich diese Aussage, so, das klingt überhaupt nicht wie in echt, ja. Das finde ich ein bisschen ermüdend, so ein bisschen. Also, ja, natürlich gibt es Sounds, die echt grottig sind, da muss man nicht drüber reden, aber man kann es halt auch übertreiben, ja. Also es gibt auch Sounds, wo ich sagen würde, das ist schon ganz okay so, wo manche dann wieder ihren Fass aufmachen, wo ich manchmal denke, oh, ja, gut, dann lass es halt. Ja, Chatfenster, nee, Chatfenster bleibt, weil wir machen jetzt weiter mit Multiplayer und deswegen bleibt es Chatfenster. Wir machen jetzt hier auch die ganz da hinten, die Open noch fertig. Beliebiges individuelles Horizon Open, 10 Sekunden eine Geschwindigkeit. Also wir machen einfach irgendeinen Straßen-Open, hätte ich jetzt gesagt. Und dann machen wir ein Rennen und dann passt es schon. Setzen wir einfach wieder unseren Zero Uno ein. Kann ich das Tuning vom Truck freigeben? Ja, erinnere ich mich gleich mal dran, jetzt habe ich das leider schon gestartet. Deswegen komme ich, glaube ich, nicht mehr ins Tuning-Menü, oder? Hm, doch, würde ich noch kommen. Okay, Moment, ich beeile mich. Ich nenne es aber mal Playlist. Ups. Das dauert. Da bin ich gespannt, ob das jetzt so klappt. Nein, Text will ich eigentlich gar nicht eingeben. So, jetzt teilen. Ne, das ist digital auch nicht möglich, wie gesagt. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt geklappt hat, weil schon ein bisschen komisch war. Ich mach's einfach nochmal neu, was soll's. Ups. Er kann mich ja nicht doppelt jetzt. Ich fahr einfach nochmal mit dem Truck, oder? Aber ich habe S1 gemacht, nicht A. Oh Gott, Bleier-Azul-Rundstrecke. Schlimmste Rundstrecke im Spiel, ey.
Ja, im Prinzip mache ich jetzt eigentlich ein Rennen und kann dann abbrechen, oder? Hätte ich gesagt. Oder nee, oder sollen wir es durchziehen? Also, wir haben eh noch drei Meisterschaften vor uns. Ihr entscheidet, soll ich die komplette. Ich weiß eh nicht, vielleicht springe ich auch gar nicht am Anfang. Ach, egal. Also, ihr entscheidet, ob wir nur ein Rennen fahren oder ob wir die Meisterschaft zu Ende fahren. Wenn natürlich das eh nur das letzte Rennen der Meisterschaft ist, das weiß ich jetzt halt nicht. Dann ist es eh nevermind, hätte ich jetzt gesagt. Also wie schnell muss ich fahren? 161. Schafft das Auto das überhaupt? Ah, nein! Nur 160, ganz knapp. Ah, nein! Dammit. Das wird schwierig. Dann müssen wir hoffen, dass es irgendwann mal bergab geht. Und ziemlich gerade. Und vielleicht Windschatten. Vielleicht schaffen wir es dann auf 161. Das wird ja ganz schwierig. Was gibt es bei dem Wagen zu wissen? Zu dem hier, zum Zero Uno. Nee, ich denke mal, ganz wichtig ist erstmal schon mal, was für ein Auto da drunter steckt. Das ist nämlich nichts Geringeres als ein Lamborghini Huracan, was hier drunter steckt. Also man findet hier sehr, sehr viele Teile aus dem R8 und aus dem Huracan wieder. Unter anderem den V10, den Allrad. Und man könnte schon sagen, dass Ital-Design quasi den Performante noch vor dem Performante rausgebracht hat, wenn man sich mal die ganze Aero bei dem Teil anschaut. Allerdings ist das Teil auch ein bisschen teurer als ein Performante. Du musst nämlich da auf jeden Fall was im siebenstelligen Bereich auf den Tisch legen, um das Auto dir leisten zu können. Ich glaube, 2,5 Millionen oder 2 Millionen kostet der Ital-Design Zero Uno. Ist natürlich auch auf limitierte Basis gebaut. Und wenn du mehr wissen willst, es gibt eine Let's Play-Folge auf dem Kanal zu diesem Fahrzeug. Da habe ich alle Infos und den ganzen Knowledge dazu gedroppt. Bergab geht es mit FF5 schon lange. Ja, das ist ja noch nie. Ey, wollen die mich jetzt verarschen? Habe ich jetzt wieder diese Kacke, wo ich jetzt die ganze Zeit warte und dann komme ich nicht rein? Und dann fangen die einfach ohne mich an. Geil. Ja, gut, dann chillen wir halt wieder. Also am Lenkrad erkennt man es natürlich schon mal. Ne? Das ist eigentlich 1:1 ein R8-Lenkrad, würde ich behaupten. Und auch das Dashboard, sag ich mal, hinten dran. Also nicht das Design dahin, aber die Form und so ist auch voll, finde ich, voll aus dem R8 entnommen. Ja, genau, so sieht man es ja nochmal ein bisschen besser. Also ich finde schon, dass es sehr R8-ig wirkt. Ja, Memphis, ich sehe es, danke dir. Aber du siehst ja, ich muss irgendwie warten. Als erste Rennen werde ich auf jeden Fall nicht mitfahren und ja. Oder vielleicht ist es auch schon das dritte Rennen. Wir werden sehen, ja, wie viele Rennen am Ende ich dann mitfahren darf. Aber drei werden es schon mal nicht sein. Denke ich. Sein, das ist schon das letzte und es gibt einen Neustart. Dann ist das natürlich was anderes. Ist das normal, dass meine ganzen Wheelspins nur grün sind? Das ist so eine Verarsche. Ja, da bin ich jetzt, glaube ich, der Falsche, den du fragen musst. Bei mir sind die sowieso immer grün. Bei mir sind selbst die goldenen grün. Thank you.
Gerade einen Superspin mit 8000 Gesamtwert. Kadi Gradi, grüß dich. Er macht aber Lärm, du. Grün ist auch die Farbe der Hoffnung. Ja, unter anderem. Aber nicht immer. Ne, Schatzsuche habe ich noch nicht gemacht. Boah, das ging jetzt aber schon lang, ey. Kann ja voll die sozialen Experimente machen. Ne? Du fährst da einfach irgendwie rum, schleichst rum und dann guckst du mal, was die anderen machen. Ja? Die versuchen jetzt einfach mal mitzurollen. Manch einer würde jetzt versuchen, dich wegzurammen. Manch einer würde jetzt ständig rumhupen. Ein anderer würde keine Ahnung was machen. Ja, das ist sehr interessant. Und das Interessante wäre, wetten, wenn ich jetzt Gas gebe, dass die dann auch Gas geben würden. Gucken wir das aus. 3, 2, 1... Oh, schwarz. Zu spät, sorry. Wir werden es nie erfahren. Furi, danke dir für deine 10-Euro-Donation und die Kostenübernahme. Danke dir. Fabri, ich weiß nicht genau, was du meinst, aber ja, ich habe die ZD1. Das war ein bisschen zu spitz angefahren. Naja, egal. Ich glaube 161 km/h habe ich, glaube ich, geschafft, oder? Oh, jetzt ist ja Kollision an, ganz vergessen, sorry. Das war nicht meine Absicht. Das war auch nicht meine Absicht, ziemlich sicher so zu verbremsen. Das war nämlich jetzt ein bisschen doof. Ford GT ist mal wieder richtig schnell. Er war schon Horizon 4. Der 2005 war Ford GT, der richtig getuned ist, eine richtige Waffe. Scheint auch hier wieder sehr, sehr, sehr schnell zu sein. Oh, das war nicht gut. Hast du Le Mans 66 mittlerweile gesehen? Wann hätte ich den nicht gesehen? Also ich wüsste nicht, wann ich gesagt hätte, dass ich ihn nicht gesehen hätte.
Also ja, ich habe den nicht nur mittlerweile, ich habe den sogar schon eigentlich direkt am Anfang ganz, ganz oft gesehen. Ja, sehr guter Film, auf jeden Fall. Mein Veyron-Tuning? Ja, danke fürs Kompliment, aber ich erinnere mich irgendwie, dass der Veyron sich total scheiße fuhr irgendwie. Also wenn das Tuning dann gut war, dann freut mich das. Das kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, dass die Basis echt nicht geil war. Ja, und tatsächlich ist die Meisterschaft schon vorbei. Also die Abstimmung ist tatsächlich das eingetreten, was ich gesagt habe. Es war tatsächlich jetzt nur noch ein Rennen. Also demher habe ich sowohl beides erfüllt. Sowohl nur ein Rennen fahren, als auch es zu Ende fahren. Aber ja, gut. So. Ja, ich habe ihn nicht im Kino geguckt, das stimmt. Ich habe ihn aber tatsächlich direkt geguckt, als man ihn nicht kinotechnisch gucken konnte. Und der kam auch relativ fix schon auf, nicht Blu-ray, sondern halt digital zu gucken. Angeblich wurden Physics in GT7 mit dem letzten Patch kaputt gemacht. Da habe ich auch was gehört, allerdings haben da viele widersprochen. Und haben gesagt, dass das sogar eigentlich gar nicht stimmt, sogar, sondern dass es eigentlich sogar besser wurde. Aber wie immer, wenn halt Casual-Spieler über Real-Life-Physik diskutieren, dann ja, ist es halt immer so eine Sache, ne? Ich halte mich da raus, ich habe es nicht getestet, I don't know. Oh, ich habe endlich mal die Rückwärtsgang-Hupe. Das war toll. Sordele, wir haben 5:30. Da muss ich nämlich aufpassen, dass ich das jetzt nicht verpasse. Da nochmal der Hinweis an alle, ich werde kurz vor 6, nämlich werde ich quasi kurz offline gehen. Ich weiß nicht, wie lange, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, vielleicht eine ganze Stunde und komme dann wieder live. Und dann machen wir hier weiter, weil ich noch einen Termin habe ab 18 Uhr, den ich natürlich nicht verschieben möchte. Ich würde sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall Event Lab und dann vielleicht nach einem Event Lab, mal gucken, wie lange ich dafür brauche, werden wir vielleicht dann nochmal so ein bisschen hin und her springen. Und dann werde ich nach dem Event Lab vielleicht eben Schatzsuche machen und dann vielleicht noch die Monatsrivalen. Mal gucken, wie wir jetzt halt einfach durchkommen. So, ja gut, dann nehmen wir halt einfach den Konkurs, fertig. Pack die Badehose ein. Oh je. Oh je. Mein Fazit scheint ja gut zu passen. Ja, super. Wie gesagt, ich kann mich selber gerade gar nicht mehr so dran erinnern, was, wie zufrieden oder unzufrieden ich mit dem Tuning war. Ich weiß halt nur, dass die Basis des Veyron schon echt sehr untersteuernd war. Mir vorbei. Die bremsen einfach mal ab. Ist aber lieb. Aber cool aussehen tut's ja irgendwie. Aua! Mit den... Oh, da geht's aber nicht weiter. Mit den Banden und so und... Dass man die Strecke so ein bisschen abgedingst hat. Ich finde es halt wieder geil, dass die drei Vatare mal wieder, dass sie das wieder mal gar nicht juckt, dass hier Wasser ist. Das kann jetzt natürlich sogar richtig ätzend gleich werden. Drei Runden müssen wir da auch noch fahren. Das ist wahrscheinlich eine Runde schon lang genug, oder nicht? Naja, gut. Aber die Idee finde ich eigentlich ganz lustig. Sieht auch ganz cool aus, wie gesagt, weil das ja der Fluss hier ja so abgesperrt wurde. Also kreativ ist es. Nur auf die drei Vatare hätte ich jetzt mal wieder verzichten können. Und auf drei Runden hätte ich auch verzichten können. Na gut. Versuche halt so gut es geht, nicht im Wasser zu fahren, wenn die Strecke es halt zulässt.
Ja, drei Runden ist viel zu lang. Du bist ja eh nicht so schnell hier im Wasser. Und die Strecke ist an sich schon sehr lang, wie man sieht. Deswegen, denke ich auch. Oh Gott, die Kurve ist aber assi. Du sagst noch flussaufwärts. Oh Gott, alles klar. Let's go. Aber cool ist sie auf jeden Fall. Also da will ich gar nichts dagegen sagen. Die ist cool, Umsetzung cool. Ja, eine Runde hätte easy gereicht, ja. Kartfahrer, grüß dich. Oh, Kartfahren. Muss ich auch mal wieder gehen. Weil ich jetzt auch schon gefühlt Jahrhunderte nicht mehr. Und ich bin tatsächlich noch nie, jetzt haltet euch fest, ich bin noch nie E-Kart gefahren. Das will ich auch mal irgendwann mal machen. Weil ich glaube, das fährt sich schon nochmal anders mit dem Elektro-Kart als mit so einem ja, normalen Verbrenner. Der Online-Modus jetzt flüssiger. Ich weiß nicht, was du meinst, also wenn du auf die in Anbetracht der Multiplayer-Folgen abzielst. Nee, da hat sich ja nichts getan. Da ist ja nichts gepatcht worden. Also die großen Lobbys sind nach wie vor eigentlich scheiße, um es ganz vulgär zu sagen. Hat dir nicht getaugt. Ja, aber ich will es halt mal ausprobieren. Weil ich glaube, es fährt sich schon anders einfach. Aber wie gesagt, allgemein muss ich mal wieder Kart fahren gehen. Das ist schon ewig her, als letztes Mal war. Den Klang, ich weiß jetzt ja nicht. Also bei einem Kartfahren habe ich, glaube ich, noch nie auf den Klang geachtet, ehrlich gesagt. Also, ich meine, Kart, das ist alles andere als ein Orchester, sage ich jetzt mal, was du da hörst, ne? Kartfahren mit Mods. Ja, gut, das wird schwierig, glaube ich, weil ich glaube, unsere Mods sind in ganz Deutschland verteilt. Und, aber ja. Man soll ja niemals nie sagen, ne? Kann man mit Lenkrad im Gelände fahren, ohne zu driften? Stimmt, aber im Gelände wirst du immer leicht ein bisschen rutschen. Das liegt einfach so ein bisschen am Geländefahren. Zwei Runden hätten auch gereicht. Doch, der Shop geht bei mir. Ansonsten mal das Spiel neu starten vielleicht. Vorsicht. Ja, eine Runde, klar. Das war jetzt auch nur so ein Witz.
Minuten. Halbe Runde. Skillet, grüß dich. Eventlab mal wieder Zeitkiller. Ja, aber zum Glück ist es so gesehen nur eine Eventlab-Aufgabe diesmal. Wir haben es ja bald geschafft. Das war knapp. Wieder so ein Drei-Avatar aus dem Nichts irgendwie. Das ist da hängen geblieben, zum Glück. Hey, also ich würde sagen, drei Runden hätten auch gereicht. Ah, sind ja schon drei. Perfekt. Ging ja richtig fix. Ja, weiß er nicht, wenn er das online mit seinen Kollegen spielt, der Ersteller, dann macht es ja vielleicht schon Spaß, irgendwie drei Runden. Aber jetzt so für die Playlist sind drei halt eigentlich zu viel irgendwo. So, dann würde ich sagen, holen wir uns erstmal den Ferrari ab, sehr schön. Dann machen wir mal ganz schnell die Schatzsuche. Fliegt durchs Feuer wie ein Vogel, um 5 Sterne zu sammeln. Okay, gut. Das ist einfach halt, wir sollen den Firebird fahren und insgesamt 5 Sterne sammeln. Ich glaube, es ist egal. Wobei, Sprung könnte es sein, weil halt Fliegen steht. Aber Fliegen könnte auch implizieren, weil halt Firebird, also Vogel. Deswegen weiß ich nicht, ob es Sprünge ist oder allgemein einfach nur 3 Sterne. So, jetzt muss ich erstmal Pontiac. So, den habe ich Stock. Oh Gott, ja, im Stock Pontiac werde ich halt natürlich. Oder ist egal welch, ne? Ich denke mal schon, dass wir den hier nehmen müssen. Ja, ja, ich weiß Bescheid. So, dann machen wir jetzt einfach mal Speed Tuning.
Einfach greifen, Leistung, let's go, hätte ich gesagt, oder? So, also gehen wir eben krasse Reifen. Vor allem schön schmale 345er hinten. So. Geben ihm Motor, lasse ich mal. Geben ihm einfach Leistung. Nämlich noch Sport. Weiß ja nicht, ob wir auch bremsen müssen. Ups. Wie gesagt, einmal jetzt mal hier so Speedtuning. Machen wir noch Triebe vielleicht. Endiff. Let's go, würde ich sagen. Ja, jetzt die Frage, wie gesagt, ob auch einfach ganz normale PR-Stunts zählen oder ob es Sprünge sein müssen. Ich hätte jetzt aber gesagt, wir machen einfach mal einen Sprung erstmal, so oder so, und dann können wir immer noch gucken, ob auch ein anderes Dings geht. Oh, der fährt sich aber gerade nicht geil auf den ersten Metern. Naja, gut, egal, kriegen wir schon hin. Der verhungert mir ja bis da hoch. Naja, mal schauen. Flieg, kleiner Feuervogel, flieg! So. Der Fortschritt wird mir wahrscheinlich nicht angezeigt. Nee. Na, da kann ich jetzt, glaube ich, nichts machen. Okay, also muss ich jetzt einfach hoffen, dass. Ja. Würde ich sagen, da machen wir jetzt einfach noch den Sprung und einen Blitzer oder so. Und dann gucken wir mal, ob das dann reicht für 5 Sterne. Weil ich denke mal, das war jetzt gerade, ich habe nicht geguckt, wie weit wir waren und wie viel mehr gebaut haben. Aber ich denke mal, es waren trotzdem 2 Sterne, schätze ich mal. Ansonsten kann halt sein, dass Fliegen halt auch gleichbedeutend ist mit Sprung machen. Aber, wie gesagt, kann auch am Vogel liegen. Rachtus, danke dir für deinen Prime-Sub. Danke dir, dass du hier Prime rein investiert hast. Vielen lieben Dank. Willkommen, willkommen. Nicht weit. Na klar doch. Ach Gott, das ist doch scheiße. Na klar. Ein bisschen zu hart wahrscheinlich. Piereo, was meinst du jetzt mit jetzt doch? Ja, ich bin seit 3 Wochen Affiliate. Aber deine Aussage impliziert ja, dass ich mal das verneint habe, dass ich es quasi nie sein werde. Aber ich glaube, es sind schon Sprünge, oder? Weil jetzt hoffe ich mal, dass er nicht diesmal sich überschlägt bei der Landung. Bitte nicht, bitte. Danke. Ja, ich denke schon, dass wir Sprünge brauchen. Deswegen kommen wir dem noch hier da hinten und dann passt es schon. Das hat mit Überlegen eigentlich nie was zu tun gehabt. Dann musst du das falsch verstanden haben. Es war rein rechtlich nicht möglich über eine sehr lange Zeit.
Dass ich Affiliate mache, stand eigentlich nie zur Debatte, dass ich das nicht mache. Es war eher das Verpartnern, was noch nicht so sicher war, ob das kommt oder nicht. Nein, nicht überschlagen. Okay, das, ja, also man muss tatsächlich Sprünge machen. So, let's go. Guerrero, danke dir. Auch dann gleich für dein Prime Sub. Danke dir. So, sehr schön. Dann haben wir das Auge geschlossen. Dann machen wir jetzt noch schnell hier die Foto-Challenge. Fotografiere in Guanajuato ein Auto für den Cinco de Mayo Okay, keine Ahnung. Also wahrscheinlich einfach nur ein Foto in Guanajuato machen. Kriegen wir hin, habe ich gehört. Ups. Gehen wir hier hin. Na. Ray, klar, sehr gerne. Sehr gerne, freut mich, dass es dir gefällt. Und du Spaß hast mit den Videos und mit den Livestreams und mit den Multiplayer-Folgen. So, das haben wir dann auch abgeschlossen. So, jetzt haben wir noch ein paar wenige Minuten Zeit. Ja, wir nutzen das ja mal hier völlig perfekt aus. Dann würde ich sagen, wir könnten natürlich jetzt die Monatsrivalen machen, aber es wäre ja auch ein geiler Cliffhanger gleich, das erst dann machen, wenn ich gleich wieder live komme. Deswegen, ja, mache ich das jetzt auch und wir machen dann eher ein Pairs dann so lange. Und zwar sollen wir mit dem M3, der maximal A800 ist, ein Gefahrenschild schaffen. Warum müssen wir mit einem, okay, muss ich nicht verstehen, wie weit müssen wir es denn schaffen? 185 Meter. Okay, also ich probiere es mal mit dem Stock E92. Denke mal, der kriegt das vielleicht hin. Mal schauen. Jetzt muss ich erstmal gerade kurz gucken, wo ich denn einen habe. Hier. Schwierig, der ist halt eher untere A-Grenze und Stock und dann im Gelände. Mal schauen. Wir werden es rausfinden. Ja, wobei, er geht ganz gut voran. Wie weit muss ich es schaffen? Das hat nicht gereicht, wa? Verdammt. Okay, müssen wir ihn doch ein bisschen tunen. 185, okay, dann müssen wir ihn doch ein bisschen tunen. Verdammt! Aber dann machen wir jetzt auch wieder einfach radikales Speed-Tuning. Ups. Ja, Leistung auch gleich, aber ja, machen wir erstmal Reifen, dass wir auch Grip haben. Waren das jetzt überhaupt die richtigen? Ne, das waren Winterreifen. Ja, für den Winter wollen wir uns jetzt nicht vorbereiten. Und dann machen wir einfach ein bisschen Leistung rein. Ich habe sogar schon ein bisschen mal, ich habe den sogar schon mal getunt ein bisschen. Wie wir sehen. So, ach komm, passt. 780, das passt schon. Du kannst oben auf der Straße anfahren. Ja, nee. Jetzt ist schon so vorbei. Jetzt habe ich schon die geilen Schmutzreifen draufgezogen. Aber ja, danke für den Tipp trotzdem. Und Tipp für alle anderen. Ja, allerdings von der Straße, das ist ja trotzdem schon voll weit weg von der Straße. Also ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ist schon okay so. Wie kann man die alternativen Tunic-Grafiken anmachen? In 4K spielen. Oder auf der Xbox Series X, was immer ein 4K-Signal ausgibt. Dann, ja. Okay, mit der Abgasanlage klingt ja irgendwie komisch. Was ich sagen darf.
schon ein bisschen ausgebremst, aber let's go. Boah, ja, aber knapp. So, sehr gut. Dann würde ich sagen an dieser Stelle, ich mache den angekündigten Break. Deswegen würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn nachher auch gleich wieder alle dabei sind. Alle, die jetzt natürlich bei YouTube als VOD gucken, geht es natürlich gleich weiter. Und dann, wie versprochen, machen wir direkt als erstes dann die Monatsrivalen mit dem Ferrari SF90 Stradale. Und wie gesagt, ich weiß noch nicht, wann ich wiederkomme. Ich weiß nicht, wie lang das der Termin geht. Das kann eine halbe Stunde sein, das kann eine Dreiviertelstunde sein, das kann eine Stunde sein, aber länger denke ich auf keinen Fall. Deswegen macht euch was Schönes zu Abendessen, holt euch was zu trinken, holt euch ein Eis aus der Kühlbox, ich hab's schon gesagt. Und dann sehen und hören wir uns hoffentlich gleich wieder. Und ja, dann sage ich erstmal, ja, bis gleich, ne? Macht's gut. Ja, und da willkommen zurück. Ja? So schnell geht's. Okay, es war jetzt doch fast eine ganze Stunde. Aber ja, ist okay, dass es so lang war. ja, wir machen weiter und wie versprochen machen wir jetzt erstmal die Monatsrivalen, wo wir zum ersten Mal den SF90 Stradale fahren dürfen. Den war aber natürlich komplett legit erst dann im Herbst gewinnen können. Nämlich, weil er ein Seriengewinn ist und den gibt es erst bei 80 Punkte und 80 Punkte sind natürlich im Sommer jetzt nicht zu erreichen. Das ist ganz klar. Gut, dann aber machen wir das Ganze mal. Oh, ich habe den Ton bei mir abgeschaltet. Das ist echt, ich sollte schon noch was hören. So, sehr gut. Und dann gehen wir da mal rein. Und dann gucken wir mal, was wir denn da so machen können. Wir uns freuen auf, was da kommt oder sah es Muck aus. Ich red, sag da gar nichts drüber. Ja, lasst euch überraschen. Aber wie gesagt, das wird ein bisschen dauern, bis ich darüber sprechen darf und über was es da ging und wie auch immer. Jetzt fokussieren wir uns erstmal hier auf Forza Horizon, ne? So, moin moin auch an alle, die zurück sind und fleißig gewartet haben. Dann gucken wir jetzt mal. Okay, Getriebe super kurz. Also sind jetzt auch meine ersten Meter mit dem SF90. Mal gucken, wie es sich fährt. Okay. Man merkt halt, dass die Vorderachse sehr mitarbeitet. Ja, und dadurch zieht er halt extrem über die Vorderachse an. Ja. Das merkt man halt schon. Halt untypisch für einen Ferrari, dass man so viel Antrieb auch von der Vorderachse spürt, ne? Das ist halt das, was, glaube ich, erstmal so am meisten verwirrt. Und dadurch wirkt halt auch das Gewichtsverhältnis ein bisschen anders, als man das jetzt zum Beispiel bei einem, ja, 488 oder so kennen würde. Ich finde eigentlich, dass er sich ganz geil fährt. Mit ein bisschen Feintuning, glaube ich, geht es schon ganz gut ab mit dem Ding. Wirkt halt sehr. Also, ich habe so das Gefühl, dass die Dämpfer und die Federn beim in der Serie jetzt hier zumindest mal sehr weich sind. Der könnte ein bisschen direkter sein, so finde ich. Und wie gesagt, dass halt die Vorderachse so das Fahrzeug nach vorne wegzieht, ist halt erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das haben wir alles schon mal schlimmer erlebt. Ich finde, der macht schon ganz gut Spaß zu fahren. Ja, also ich finde jetzt nicht so schlecht, wie manche ihn jetzt angeteasert haben im Chat vorhin. Oh. So, na.
Ja, ich finde, er macht schon einen ganz guten Job. Wie gesagt, hier und da kann man bestimmt noch mal im Feintuning ein bisschen dann was machen. Aber da bin ich schon Schlechteres gefahren. Man darf halt nicht vergessen, dass der halt ultra krass beschleunigt, ne? Das Verhältnis von Beschleunigung zu Kurvenspeed zu Bremsperformance ist halt nicht exakt im Einklang. Aber ich finde, dass der mich schon ganz gut fahren lässt. Oh, da macht das so ganz ordentlich. Okay. Das kann er nicht wegbouncen. Lenken im Bremsvorgang verstärkt das Untersteuern wohl recht. Das ist sowieso ein allgemeiner Tipp, den ich geben kann in Forza Horizon 5. Bremsen und Lenken sollte man eigentlich nicht machen. Ja, also das ist generell nicht sehr, sehr zu empfehlen. Also wenn ihr bremst und lenkt, dann bremst ihr vielleicht 20-30% Bremspedal oder so. Also man sollte eigentlich immer generell versuchen, Straight Line zu bremsen. Generell auch bei jeder Rennsimulation, wo du ohne ABS bremst, ist es eigentlich auch so, dass du eigentlich immer versuchst, möglichst immer so gerade wie möglich zu bremsen, weil dann hast du die maximale Bremsperformance. Ist das gleiche auch beim Beschleunigen. Je gerader du halt fährst, desto besser kannst du halt aufs Gas gehen und beschleunigen. Denn die stabilste Lage eines Fahrzeugs, sowohl beim Bremsen als auch beim Beschleunigen, ist immer geradeaus, wenn das Lenkrad gerade steht. Und je mehr Lenkwinkel du hast, desto weniger bremst du oder gehst du aufs Gas. Das ist ein Tipp fürs Leben, ja, das ist physikalisch einfach so, das wird sich nie ändern. Das war in Horizon 4 deutlich abgeschwächter, also wenn man sich das dort halt angewöhnt hat, so extrem in die Kurve beim Lenken reinzubremsen, das funktioniert hier halt generell sowieso nicht mehr so gut. Ja. Und vielleicht deswegen habe ich jetzt nicht so diesen Negativeffekt gehabt wie manch anderer, weil für mich das sowieso schon klar war, dass man nicht so bremst. So. Ja, ich würde sagen, das haben wir aber erstmal erledigt. Da freuen wir uns dann auf jeden Fall nächste Woche, wenn wir ihn gewinnen. Und dann machen wir weiter im Text, denn wir haben noch ein bisschen was vor. Und an alle, die jetzt live auf Twitch dabei sind, denn da nochmal zum Hinweis, der ganze Stream wird ja auch aufgezeichnet in 1440p mit einer hohen Bitrate und wird auch dann auf YouTube als VOD veröffentlicht. Aber für all diejenigen, die jetzt in dem Moment live sind, Programmhinweis nach dem Stream. Beziehungsweise nicht nach dem Stream, nach Forza Horizon 5 bleiben wir live, denn es geht direkt im Anschluss weiter mit Minecraft. Also wer ein bisschen Bock hat auf nicht Racing, sondern ein bisschen auf Klötzchen bauen, der kann gerne dranbleiben. Wir machen nahtlos im Anschluss weiter mit Minecraft. Schon mal als kleiner Programmhinweis. So, nein, danke. So. So, wunderbar. Ihr seht, ich stehe immer noch da, wo ich vorher auch gestanden bin, weil ich das Spiel einfach angelassen habe, so dreist wie ich bin. So, wunderbar. Wir machen weiter und zwar dann jetzt erstmal mit den PR-Stunts und dann machen wir weiter mit den Meisterschaften. So, wir machen Driftautos S1900. Ich denke mal, da werden wir definitiv genug zur Auswahl haben. Ich gehe einfach mal hier hin und dann wähle mal was aus. Nee, musst du nicht ungetuned fahren, Ray. Ich habe ihn auch direkt getuned. Also alles kein Thema. So, dann gucken wir mal. Unterhosen jetzt in der Form, wie wir es haben, erstmal noch nicht. Nee. Aber wer weiß, das habe ich letztes Mal schon im Stream gesagt. Wer weiß, was in Zukunft da noch kommt. So, Drift-Autos. Drift, 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 Drift. Ich muss gerade mal kurz kontrollieren. Ja, passt. Okay. Drift.
S1. Ja, nehm, ich nehme einfach den Unigen. Ah, ne, S1 müssen wir. Dann nehmen wir den nicht, logischerweise. Dann nehmen wir den Uni-Truck. Weil Allrad und lange trifft's, ist perfekt. Genau, Forza Horizon 5 spiele ich aktuell noch auf der Xbox, weil einfach die bessere Version aktuell von Horizon 5. Und ich kann das sagen, denn mein Rechner, den ich jetzt hier habe, ist definitiv potent. Vorsicht. So, de la. Es hat nicht gereicht. Hus! Toll. Okay, nochmal. Gut, ich habe ein bisschen verkackt dabei. Das kann es ja nicht angehen hier. Okay, der Driftwinkel ist auch. Der driftet sich auch nicht so geil wie früher. Kann der keinen hohen Driftwinkel fahren? Das ist ein bisschen belastend. Oder ich bin einfach nur blöd. Jetzt aber. Jetzt aber. Ne, 140 haben gereicht. Eine 150. So. Wunderbar. Dann haben wir das auch geschafft. Dann haben wir jetzt noch einen Blitzer mit einem Subaru B700 sollen wir das fahren. Wie schnell müssen wir denn sein? 103 und... Ah, das ist sogar auf dem Schotter, sehe ich gerade. Okay. 193 sollen wir da fahren. Okay. Ich port mich mal dahin. Ich guck mal. Ja, Subaru B-Klasse haben wir auf jeden Fall. So, Kirito, nee, die ist nicht aktuell, die Beschreibung. Die muss ich mal irgendwann anpassen. Aber bis jetzt hatte ich noch nicht die Lust dazu. Subaru wurde gesagt. Genau. Dann machen wir das doch mal schnell. Subaru B-Klasse. Ja, nehmen wir den. Er kann das. So, 191. Das ist schon nicht wenig, würde ich sagen. Nimm mal den Querfeldeinweg. Gerade so. Gerade so. Also es ist schon dieses Ding. Alrighty, das haben wir geschafft. Dann kommen jetzt die Meisterschaften dran. Und da fangen wir hier an. Mexikanische Ampel können wir gewinnen als Hupe. Volkswagen Golf B700, das kennen wir ja schon irgendwie. Ich wähle es mal aus, vielleicht haben wir da auch was. Was gibt es diese Season für den... Ja, Memphis hat schon gepostet. Wunderbar. Bist du schon lange wieder live? Nee, so 5 vor 7 oder so bin ich wieder live gekommen. Hast also noch nicht so viel verpasst. Ja, dann auf geht's. Er ist zwar dafür jetzt nicht aufgebaut, aber wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen. Die Drift Club Story hat schon selber hätte schon anders sein können. Ja. Aber die Stories waren allgemein die meisten nicht sehr anspruchsvoll. Also von dem her... Alles easy. Ich
Sorry. Ja gut, bei den Meisterschaften ist halt der Schwierigkeitsgrad immer auf sehr erfahren runtergesetzt. Deswegen mache ich mir da ja schon seit eigentlich Anfang an keinen Stress mehr mit irgendwie speziellen Tunings oder so. Da geht es meistens mit den Stockkarren schon ganz gut. Es sei denn, ich habe gerade zufällig ein Tuning. Nur falls sich jetzt jemand wundert. Oder zum ersten Mal dabei ist. Ja, kann ja sein. Als Porsche-Fan freue ich mich doch bestimmt auf den GT3. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ich hätte mich mehr, und jetzt haltet euch fest, obwohl ich ein riesen GT3, GT2-Fan bin, ich hätte mich mehr über den Turbo S gefreut, über den 992. Weil beim GT3 denke ich halt so, schon cool, dass wir auch mal nur GT3 statt ein GT3 S bekommen. Aber da mir der 992 GT3 halt nicht so ultra gefällt, hätte ich gerne lieber, also wenn es die Entscheidung gibt, hätte ich lieber den GT3 RS als den GT3 bekommen. Der ja jetzt dann auch bald offiziell vorgestellt wird. Und klar, am Ende des Tages nehme ich auch beide. Also wenn am Ende des Tages der GT3 und der GT3 RS kommt, nice. Aber ändert trotzdem nichts daran, dass ich gerne mal einen Turbo S möchte. Weil der Turbo, beziehungsweise der Turbo S, ist eigentlich in den neuen 911ern abseits des GT2. Der GT2 ist ein bisschen ein Sonderfall. Aber eigentlich ist ja der Turbo S immer quasi von den Straßen 911er der absolute. Ja, das ist der mit der meisten Leistung, das ist das dicke Ding und das würde halt auch super zu Horizon passen. Und deswegen, wir haben ja einen Turbo S noch, den 991, also den Non-Facelift, also den 991.1. Deswegen wäre jetzt natürlich so ein neuer Turbo S halt schon mal geil gewesen. Zumal ich auch finde, rein optisch sieht der Turbo S einfach ultra sick aus. Also der gefällt mir richtig, richtig gut. Und der GT3 gefällt mir, sagen wir es mal so, von hinten ist er der geilste 911er, also von den Straßen 911ern ist er einer der geilsten, wenn nicht sogar der geilste 911er, der GT3. Von vorne, ja, gefällt er mir halt echt nicht. Also ich finde, hat Porsche einiges nicht so schön gelöst, wie sie es schon bei den vorherigen GT3s, also 991.1, 991.2, sogar 997 GT3s sahen, finde ich, optisch in der Front einfach besser aus. Fortnite? Nee, habe ich nie gespielt, werde ich auch nie spielen. Ist ein Spiel, was mich wirklich gar nicht interessiert. 0,0. Man sagt ja öfters mal, sagt niemals nie, aber nee, das interessiert mich wirklich nicht. Wie finde ich den neuen Sport Classic? Ich finde ihn geil, aber sowas Besonderes wie der 997 Sport Classic ist er, finde ich, nicht. So, also er ist halt für mich zu sehr optisch betrachtet am Carrera dran, finde ich. Aber geil ist er trotzdem. Also allein halt auch mit 550 PS und so, das ist schon eine Ansage. Ist schon ein geiles Fahrzeug auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall sehr edel, sehr cool aus. Und die Sport Classic-Gene sind auf jeden Fall da. Aber ja, wie gesagt, wenn man halt bedenkt, der 997 Sport Classic war halt vom ganzen Bodykit, sag ich mal, was wirklich Einzigartiges. So, das sehe ich da nicht so. Ich meine, ich habe jetzt nicht mit Millimetermaß nachgemessen. Ich denke mal auch, dass sie ihn hier und da ein bisschen verbreitert haben im Vergleich zum Carrera. Aber so auf den ersten Blick wirkt der für mich jetzt nicht potenter oder breiter, brachialer als ein normaler Carrera S oder so. Von der Leistung müssen wir ja natürlich nicht drüber reden.
So, weiter geht's. Ein Lieblings-McLaren im Spiel. Puh, ich denke mal, boah, das ist schwierig. Ich finde McLarens alle irgendwo auf ihre Weise sehr geil. Ich finde den Senna sehr geil aufgrund seiner extremen Performance, aber natürlich finde ich auch den 765 LT super. Aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, ich glaube, ich würde mit dem 600 LT gehen. Ich finde den 600 LT einfach so. Er ist nicht zu wild, nicht zu schnell. Er sieht einfach arschgeil aus. Ich finde, das ist so ein richtig geiler Supersportwagen irgendwo. Wie ich Fachwörter rauskloppe. Ja, so viele Fachwörter kloppe ich ja jetzt nicht raus. Aber danke dir. Dark Lord, das ist korrekt, ja. Fürs Eventlab-Event sollte man Fahrzeug nehmen mit sehr viel Bodenfreiheit und Geländereifen. Und wer nicht schwimmen kann, sollte Schwimmflügel einpacken. Den GT3 RS gibt es ja aktuell eigentlich nur als Erlkönig. Den gibt es ja offiziell noch nicht. Alles andere sind ja nur irgendwelche Rendergrafiken, wie man vermutet, wie er aussieht. Deswegen sage ich dazu einfach gar nichts, weil bevor der nicht offiziell vorgestellt wurde und man auch Real-Life-Bilder von dem gesehen hat, halte ich davon eigentlich relativ meistens Abstand mit vorzeitigen Beurteilungen. Vorsicht! Kann auch nur zwei Runden gerade hier, okay. Auch interessant. Aber das, dass ich das Fahrzeug 0,0 dafür aufgebaut habe, macht er sich da gerade so in dem Schlamm hier ganz gut. Finde ich. Ja, sagte er und fährt natürlich erstmal gegen die erstbeste nächste Mauer. Plonk. Klonki, 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 klonk. Oh, ich denke, diese ganzen alten Autos, beziehungsweise die Autos, die wir in Horizon 4 dazu bekommen haben, wie jetzt eben der E31 oder so, ich denke, die kommen früher oder später auch alle wieder zurück. Ich bin mir auch relativ sicher, dass wir den Gunther Werks und den Singer Porsche auch wieder alle wieder reinbekommen werden. Mit
die müssen ja ihre Festival-Playlists attraktiv halten, weißt du? Ich war jetzt nicht die ganze Zeit so. Wir haben jetzt ja ständig wieder Fahrzeuge reinbekommen, die wir ja schon mal alle irgendwo hatten, neben Fahrzeugen, die auch komplett neu sind. Das ist ja so eine, quasi eine kleine Mischung aus dem allem. Ja, ja, klar, aber wie gesagt, das sind alles Erlkönig-Fahrzeuge. Das ist ja nicht das finale Fahrzeug. Und deswegen kann, finde ich, ja, also ich mache mir da keinen Gedanken, als das ist, ich beurteile, wenn es dann so weit ist. Crypto, das war in Horizon 4 auch schon so. Horizon 4 war nicht mal ein Jahr draußen, gab es schon Horizon 5-Videos und so weiter. Weil bringt halt Klicks und man verarbeitet vielleicht die nicht so schönen Erlebnisse mit dem aktuellen Titel oder so. Aber Horizon 6, das können wir schon mal sagen, das ist ein sehr, 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 sehr weiter Ferne. Also das werden wir definitiv nicht vor, ja, 3 Jahren sehen oder so. Also glaube ich nicht. Zumindest mal nicht 2,5. So, das haben wir. Jetzt geht aber noch ein Rennen, glaube ich, steht noch aus. Halil, danke dir. Beziehungsweise Google Lord, danke dir für den Giftezat für Halil. Danke dir. Vielen lieben Dank. Wo ist das Rennen? Da, oben auf dem Vulkan. Was gibt es diesen Monat für Schönheiten? Ich denke mal, am wichtigsten zu erwähnen wäre erstmal halt Ferrari SF90 Stradale und der F8 Tributo als große neue Fahrzeuge. Dann bekommen wir viele Ferraris auch wieder zurück, die wir noch vermisst haben, wie zum Beispiel den 512 Testarossa kommt wieder zurück. Generell so ein bisschen Ferrari-Monat. Und California T auch wieder mit dabei. Und der 250 GT Berlinetta, den wir auch jetzt in dieser Woche schon gewinnen konnten. Und im Autopass gibt's ja auch sehr spezielle Fahrzeuge tatsächlich. Das ist aber, glaube ich, eher was für Sammler irgendwie und für wirklich Fans dieser einzelnen Fahrzeuge. Ray, das ist nicht diesen Monat, das ist nächsten Monat. Wir haben ja ein Doppel-Update bekommen. Upsala, sorry. Den SF90 kannst du frühestens nächste Woche bekommen. Aber da musst du diese Woche auch schon spielen, weil das ein Serienbonus ist. Und den F8 gibt's erst in der letzten Woche, also von heute ab in 3 Wochen. Frühestens. Beide über die Playlist. Also kein Autopass-Fahrzeug. Du musst Geld ausgeben davon. Also den Autopass halt besitzen. Sonst musst du da nichts machen. Und sie halt dann halt abholen, kaufen, wie auch immer. Das ist der einzige Trick an der Sache. Piero, ja, Termin ist rum. Ich bin wieder da. Schon F1 vorbestellt. Ich denke nicht, dass ich es vorbestelle. Nicht, weil ich es nicht spiele, sondern ich gehe mal stark davon aus, dass ich hier eine Presseversion wieder bekomme.
Schon Neuigkeit zum ersten DLC? Nee. Das heißt, ich kann die Autos aus dem Autohaus einfach im Auktion, ne, Autohaus kaufen, vorausgesetzt, ich habe die Auspassung. Ja, korrekt. Und das erste Mal ist es gratis. Also, die erste Mal abholen ist gratis. Danach kannst du sie ganz normal kaufen. Also, zur Erklärung, wenn ihr jetzt im Festival oder in eurem Spielerhaus seid und ihr holt euch den Autopass, dann geht ihr hier auf dieser Seite, ne, bei Kaufen, Verkaufen auf Autopass und dann ja, könnt ihr euch die ganzen quasi, die ihr noch nicht hattet, also wenn ihr ihn jetzt kauft, könnt ihr die euch jetzt dann quasi abholen und die sind dann einmal gratis, so wie jetzt, wenn ich jetzt eben das neueste Fahrzeug, das ist jetzt hier der F-150 SVT Lightning, holen würde, wäre der jetzt zum ersten Mal gratis, wenn ich ihn abholen würde. Und die halt noch nicht freigeschaltet sind, da steht ja immer das Datum dabei, den gibt's dann halt nächste Woche, den halt in 2 Wochen, den in 3 Wochen, den in 4, den in 5, den in 6, den in 7 Wochen, am 16.06. dann quasi. Und ja, wer zählen kann, weiß, es kommen nach denen nochmal 3 Fahrzeuge rein in den Autopass. Also 3 Autos sind noch offen, dann ist der Autopass tatsächlich vorbei. Ja. Gut, wir machen aber weiter im Text. Coco, hast du ja gerade gesehen. Ja, es gibt den Autopass allerdings erst ab einem gewissen Datum. Die Leute, die schon früher fahren, haben quasi geschummelt und die werden auch früher oder später ein Accountband bekommen. Das sind halt Leute, die, ja, nicht warten können, keine Geduld besitzen, was auch immer. Oder die Konsequenzen, entweder die, den Konsequenzen egal sind oder sie nicht wissen. Deswegen mein Tipp an euch. Wartet einfach ab, bis die Fahrzeuge offiziell verfügbar sind. Habt Spaß. Vorfreude ist ja, wie ich so schön immer sage, die schönste Freude. Und deswegen würde ich dem auch tatsächlich so nachgehen. So, das haben wir. Dann kommt die nächste Meisterschaft, die Chihuahua Express Meisterschaft. Alles ist erlaubt. S1 900. Wunderbar. Dann gucken wir doch mal, was uns da Schönes erwartet. Dann würde ich sagen, da wir ja vorher bei den nicht durften und so, mache ich das, hole ich das jetzt nach. Boah, mein Redeskill ist wieder mal on point. Ich wollte sagen, da ich ja vorher bei der Horizon Open ja eben nicht die 3 Rennen fahren durfte mit dem Ital-Design, holen wir uns das jetzt eben nach. Dann machen wir das jetzt halt in der Meisterschaft. Dark Lord, ich weiß nicht, was du genau meinst, mit wenn er vorbei ist, der Autopass Add-on. Dr. Strange, danke für den Hinweis. Dann am besten muss ich da mal die Discord-Mods anschreiben, dass sie diese Nachrichten schon mal löschen. Und diejenigen freundlich darauf hinweisen, dass man es nicht teilen sollte und auch nicht machen sollte. Wenn sie es doch nochmal tun, dann werden sie vom Discord geworfen, weil solche Leute brauche ich auch nicht in unserer Community. Vorsicht. Oh, sorry, da habe ich ein bisschen die Kante falsch eingeschätzt. Aber zum Glück können wir ja die Zeit manipulieren. Alles kein Problem.
Kronos, grüße dich. Willkommen, willkommen. Soller. Johannes, Moinsen, willkommen. Oh. Traumhaftes Bild. Neue Serie schon. Korrekt, 16.30 Uhr war wieder Jahreszeitenwechsel und Serie 7 ist gestartet. Muss ich kurz rechnen, ja, habt ihr vielleicht gemerkt. Kurzes Denkdelay. Danke für die neuen Follows. Willkommen, willkommen. Ja, auf meinem kleinen, bescheidenen Twitch-Kanälchen. So, jetzt muss ich gerade überlegen, dass... ja, Chivama machen wir am Schluss. Machst du eigentlich noch einen anderen Beruf? Ja, noch mache ich einen anderen Beruf, tatsächlich. Aber wahrscheinlich ab... oder in 2 Wochen nicht mehr. Dann einen neuen oder YouTube? Nein, also genau, also nicht nur YouTube, sondern halt auch Twitch. Aber ja, also Content Creator mache ich dann mal für 1 oder 2 Jahre, versuche ich es mal tatsächlich hauptberuflich zu machen. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Also wenn ich halt wirklich volle Zeit hier reinhänge, wie es sich halt entwickelt. Eins ist klar, natürlich auch. Es muss eine Entwicklung stattfinden, wenn die nicht stattfindet. Weil man darf nicht vergessen, wenn ich es beruflich mache, muss ich davon leben können. Und ne, mit Luft und Liebe werde ich halt das nicht machen können. So. Und deswegen ist klar, ich gucke, wie es sich entwickelt. Wenn es sich gut entwickelt, vielleicht ist es dann mehr als nur 1, 2 Jahre. Wenn es sich halt abzeichnet, okay, das funktioniert nicht, dann werde ich halt natürlich diesen Plan entsprechend nicht weiter verfolgen. Aber wie gesagt, Plan B gibt es ja, das ist ja kein Thema. Mit dem ja alles cool. Wann kommt GT7? Ja, das frage ich mich auch. lass mich überlegen. Also, morgen... morgen versuche ich den finalen Drift 21 Stream zu machen, allerdings auf YouTube. Das wird auch tatsächlich der letzte Stream erstmal von mir auf YouTube sein. Ich betone von mir, nicht von den Pixelhelden, denn Pixelhelden sind ein paar mehr Leute, ja. So, denn der Bunde zum Beispiel wird weiterhin noch auf YouTube streamen zum Beispiel. Genau, wann ich aber den morgen mache, kann ich noch nicht sagen, weil ich muss tatsächlich aktuell... ist egal, ich gehe da nicht näher drauf ein. Ich muss privat ein paar Sachen aktuell machen, da bin ich nicht sehr flexibel. Deswegen kann sein, dass der Stream morgen ein bisschen später ist. Oder auch ein bisschen früher, mal gucken. So. Dann, muss gerade überlegen. Vielleicht am Samstag oder am Sonntag mal schauen, aber kann ich nicht versprechen. Problem ist, Gran Turismo will ich halt nicht wegen nur 1, 2 Stunden Stream anschmeißen. Dann will ich schon so mir 3, 4, 5 Stunden Zeit nehmen.
Und so ein 3, 4, 5 Stunden Zeitfenster habe ich halt nicht so oft zur Zeit. Ja, klar, das ist sowieso klar. Also ich denke mal, dass wenn es nicht Spaß macht, dann kannst du es auch lassen. So. Weißt du, was ich meine? Also kurz, um meinen Gedanken euch auch einfach auch mitzuteilen. Das Ding ist, ich habe ja mein Studium abgeschlossen gehabt, mein Masterstudium. Ich war jetzt ja die ganze Zeit in der Forschung oder bin immer noch in der Forschung tätig. Das in der Forschung hat sich allerdings nicht so entwickelt, wie ich es mir erhofft habe. Teilschuld hat auch tatsächlich ein bisschen Corona, weil einfach das Budget nicht so da war für entsprechend eigene Forschungsprojekte und so weiter. Ich habe eigentlich immer nur bei anderen mitgeholfen, was zwar auch cool ist oder so, aber hat mich jetzt doch nicht so ganz abgeholt, wie ich es mir vorgestellt habe. Zumal ich, wie gesagt, eigentlich ein eigenes Forschungsprojekt wollte, was ich halt bis heute nicht bekommen habe und keine Ahnung, wann ich es bekommen oder bekommen hätte. Und deswegen wäre jetzt halt der nächste Schritt natürlich dann ganz normal in die Industrie, in die Wirtschaft zu gehen. Und das kann ich aber jederzeit tun. Und andererseits macht mir aber das ganze YouTube, Streaming, alles, was dazugehört, die ganze Industrie dahinter, also es gibt ja sehr viel, was hinter den Kulissen passiert, was ihr ja gar nicht mitbekommt. Das macht mir unglaublich viel Spaß, also mit diesen Leuten zu arbeiten, weil die Leute in dieser Industrie sind sehr cool drauf, sehr locker, also da gibt es immer Ausnahmen in positiv wie negativer Seite, aber hauptsächlich eigentlich sehr positiv. Und ich glaube halt einfach, wenn ich in die Zukunft blicke, wenn ich mal so in 10, 20 Jahre in die Zukunft blicke und ich mich dann aber frage, was wäre, wenn ich jetzt genau in diesem Zeitpunkt eben das hier mal versucht hätte, auch mal hauptberuflich zu machen, ist halt die Frage, würde es mich irgendwann in meinem Leben ärgern, dass ich es mal nicht probiert habe? Und deswegen sage ich mir jetzt, okay, ich opfere jetzt, also opfere in Anführungsstrichen diese 1, 2 Jahre und versuch's mal. Und wenn es klappt, geil. Wenn es nicht klappt, kann ich mir aber mein ganzes Leben nie den Vorwurf machen, ich hätte es nicht versucht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und genau. Wie gesagt, ich gucke halt mal. Wie gesagt, das kann ich ja alles nicht so beeinflussen. Klar, ich kann meinen Fleiß reinstecken, mein Herzblut reinstecken, wie ich es nach wie vor mache. Das werde ich auch weiterhin tun. Abhängig ist es am Schluss tatsächlich von euch und von auch neuen Leuten. Es ist, also diese Berufssparte ist halt sehr abhängig von den Zuschauern. Da mache ich mir auch nichts vor. So. Aber, und das ist mir auch ganz wichtig, ich werde mich als Mensch deswegen nicht verändern. So. Also, dass ich jetzt sage, okay, ich verkaufe jetzt alles, nur dass ich Geld mache. So. Wird nicht passieren. Klar muss ich mir auch quasi aus wirtschaftlicher Sicht natürlich Dinge überlegen, die halt Sinn machen, die für euch attraktiv sind. Aber natürlich, klar, muss ich auch irgendwo gucken, ob ich Werbedeals mache, die für mich Spaß machen, die für euch aber auch kein Nachteil sind, sondern auch eine Bereicherung sind. Und na, also es muss halt ein Win-Win immer für alle sein. So, und vor allem der Spaß darf ja dann nicht runterleiden, wie du sagst, weil das ist ja das Entscheidende. Ich will es ja machen, weil es ja Spaß macht. So, weil dann brauche ich das ja nicht machen. Wenn es keinen Spaß macht, ist ja Quatsch. Also dann kann ich in die IT gehen. Da verdiene ich instant deutlich mehr. Also deswegen, ja. Battlefighter, danke dir für deinen Prime-Sub. Danke dir, dass du dein Prime hier rein investierst. Kommen dann mehr Videos? Weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen. So, das Ding ist halt, ich muss gucken, wie ich es mir im Arbeitseinteilung halt so hinbekomme. Und ich muss auch gucken, was ich wie realisieren möchte. Eigentlich war meine Idee, nicht unbedingt den Video-Output zu erhöhen, sondern eher das, was wir schon haben, zu lassen oder vielleicht die Qualität vielleicht nochmal zu steigern, wer weiß. Und vielleicht ein bisschen Abwechslung reinzubringen, weil, ja, es gibt doch schon ein paar Videoprojekte, die ich gerne wieder, die ich schon mal in der Vergangenheit hatte, wieder neu auffrischen möchte. Ich würde aber ganz gerne eigentlich parallel zu dieser ganzen VOD-Geschichte einfach mehr Streaming machen. Streaming war bis jetzt immer nur Bonus bei uns. Es war nie ein festes Format oder so, dass wir gesagt haben, okay, wir streamen dann. Große Ausnahme, diese Festival-Playlist-Streams. Deswegen würde ich eigentlich eher lieber gucken, dass ich das zweite Standbein Streaming etwas mehr in den Fokus rücke. Aber nicht Videos dadurch zu opfern, wenn ihr versteht. Also Videos sollen nicht weniger werden, aber jetzt auch nicht unbedingt mehr. So. Also deswegen, da muss ich halt gucken, da kann ich jetzt auch noch keine Aussagen treffen. Ich finde auch immer,
bin auch immer, solche Versprechen zu machen, ohne wirklich selber das erstmal zu schauen, wie es ist. Ist immer schwierig. Es ist halt dann, wie es ist, und dann sieht man halt, wie es ist. Ja. Und zack, Raid Shadow Legends Werbung. Nee. Wurden wir schon ein paar Mal sogar angefragt, Memphis, tatsächlich. Also hätten wir schon machen können. Bereue nicht, was du getan hast, bereue, was du nicht getan hast. Ja, so kann man das ungefähr sehen. Trackmania Turbo. Ohne Witze habe ich schon so oft dran gedacht, ob ich es einfach als Gag einfach mal zu fertig spielen soll. Trackmania Turbo. Aber ich glaube, mein alter Speicherstand gibt es gar nicht mehr. Weil ich glaube, ich habe das nicht über die Cloud gespeichert. NordVPN, nee, die haben uns nicht angefragt. Was uns angefragt hat, sehr oft schon, war Manscaped. Das machen ja auch aktuell super viele. Die haben uns vor über einem Jahr schon mal angeschrieben. Ja, die haben uns im März oder im April letzten Jahres tatsächlich zum ersten Mal angeschrieben. Wo ich so gedacht habe, hä, okay, was wollen die? und dann ganz, ganz oft danach nochmal. Haben wir dann aber gar nicht jetzt irgendwie weiter was gemacht. Und dann haben die jetzt auch sich gar nicht mehr gemeldet tatsächlich. Weil lustig wäre es eigentlich. Also finde ich eigentlich irgendwie sehr, sehr sympathisch, diese Werbung und so, die sie da machen. Tom Speed, ja, jein. Ja. Ob du was verpasst hast, wir sind ziemlich am Ende der Playlist. Gamescom ist auf jeden Fall, steht im Raum, ja. Aber es ist noch nicht zu 100%ig sicher, dass wir da sind. Kommt so ein bisschen auch drauf an, was für Titel da sind, was für Spiele und so weiter. Weil wir gehen ja da nicht zum Vergnügen hin, sondern schon auch quasi, wenn man so möchte, zur Arbeit, ne? Ja, Tom Speed habe ich schon getwittert heute Mittag. Da auch vielleicht einfach mal Werbung in eigener Sache gerne meinen oder auch den Pixelhelden-Twitter-Account auschecken. Es gibt ja sowohl meinen quasi persönlichen Twitter-Account, also den Raid-Twitter-Account, als auch den Pixelhelden, wenn ihr auf Twitter seid, gerne folgen. Da gibt es halt auch immer mal so ein bisschen Hintergrundinfos oder auch Meinungen. Gerade auf meinem Account haue ich halt alles raus, was ich gerade raushauen möchte. Und genau. Ja, Scariola, aber ich fahre ja dann meistens, wenn ich in den Chat gucke, auch nicht auf 100% Limit, weißt du? Dann mache ich immer ganz langsam. Das sieht nur krass aus. Ist es aber gar nicht. So. Jan, grüß dich. Moin, moin. So, den gibt's auch nochmal. Den Ford Mustang Mach 1. So, dann haben wir noch eine Meisterschaft. Da müssen wir fahren. Ford A800. Straßenszene. Schauen wir mal. Was halte ich von den Serien 8 Autos? Ist bis jetzt die geilste Autokollektion. Klar, weil alles natürlich deutsche Autos sind. Nein, ach was, aber ist trotzdem geil. Das sind halt Autos, auf die man halt auch zum Teil schon sehr lange wartet. Was da jetzt noch so ein bisschen fehlt, wäre auf jeden Fall ein AMG GTR Black Series. Also der muss, finde ich, auf jeden Fall noch kommen. Vielleicht aber auch, habe ich auch schon zu Andy gesagt, der AMG GTR Black Series wäre auch so ein krasser Kandidat für ein Coverfahrzeug für eine Expansion. Ich habe es hier jetzt gesagt. Vielleicht kommt so. Ich habe auch noch, nämlich vor Horizon 5, habe ich noch gesagt, wenn Horizon 5 kommt, stellt euch mal vor, der AMG One ist das Coverfahrzeug. Und so ist es gekommen. Ja, das habe ich nämlich auch vorher schon quasi so predicted, sage ich jetzt einfach mal. Und deswegen, ja. Mal schauen, ob es nicht vielleicht so kommt.
Ja, was halt natürlich auch noch fehlt, ist RS6. Audi RS6 natürlich fehlt absolut. Müssen wir nicht drüber reden. Ja. So. Ja, wir hatten es doch vom Ford GT vorhin. Der ist zwar jetzt nicht getuned, aber eigentlich wäre es cool, den zu fahren, oder nicht? Ja, komm, let's do it einfach. Der kann das auch in Serie ganz gut, glaube ich. Tom Speed, nein. Ich gehe davon aus, dass kein zusätzliches Update kommt. Und diese 7 Autos sind gute Autos. Also ich denke mal, da müssen wir jetzt keinen Stress machen, ob das jetzt mal 7 oder mal 8 sind. Auch in Horizon 4 gab es mal Updates, wo wir mal weniger, mal mehr Autos bekommen haben. Also da würde ich mir jetzt weniger... Ja, der lässt keine Lücke offen. Dann halt eben außenrum. Kurze Unterbrechung. Ich mach mal kurz hier die Dings, weil sonst mache ich es ja trotzdem, sonst mache ich es ja doch nie. Aber man kennt die Festival-Spiele doch noch nicht, oder? Vielleicht ist da noch ein Auto drin. Jein, du kannst, ich zeig das dir, ich zeig dir, erinnere mich gleich nach dem Rennen nochmal dran. Ich zeig dir, wie man die Autos schon sehen kann. Ja, der neue Sport Classic, habe ich schon gesagt gerade vorhin, finde ich auch sehr, sehr geil. Auch wenn nicht ganz so geil wie der 997 zu seiner Zeit. Aber, ey, wir reden hier, wenn es um Porsche geht, bei mir meistens um, wenn man das jetzt auf einer 100%-Skala sieht und 100% ist perfekt, reden wir, wenn wir über Porsche reden, bei mir eigentlich immer im Bereich von 95% bis 100% wahrscheinlich, weißt du? Deswegen ist das eh so. Da klingt negativer Kritik von mir dann gleich sehr negativ, aber dann ist es halt vielleicht nur 95% oder so, wenn man das jetzt so sagen möchte. Das war zu spät. Gott, gar nicht. Mal vorne, also ich denke mal, wir werden ja weiterhin monatlich Updates bekommen oder neue Inhalte bekommen. Ob mehr DLCs kommen neben dem Autopass und den beiden Expansions möglich, könnte ich mir schon vorstellen, aber wissen tun wir dazu nichts. Aber es kann schon gut sein. Ich denke mal, sie sind jetzt auch deutlich mit der Strategie anders gefahren als in Horizon 4. In Horizon 4 haben wir ja sehr, sehr schnell, auch damals in Horizon 3, sehr, sehr schnell die Expansions bekommen. Und wenn man halt bedenkt, Horizon 4 war dadurch halt dann sehr schnell irgendwie auch... Irgendwie hat was gefehlt. Also wir haben halt zwei Expansions bekommen. Und dann halt übelst lange nichts. Und ich glaube, diesmal verteilen sie diese Expansions ein bisschen weiter. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die zweite Expansion erst sogar nächstes Jahr kommt. Dass wir die dieses Jahr safe nicht mehr sehen. Also die erste ja, die zweite nein. Die werden wir erst wahrscheinlich nächstes Jahr oder so sehen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. So, ich zeige es euch mal ganz kurz. Ihr könnt ja über die Horizon Promo einfach immer gucken, was für Autos aktuell im Spiel sind. Ja, und wenn ich jetzt hier auf nicht in Besitz gehe, ich habe jetzt zum Beispiel fast alle Autos schon. Gut, die Traffic Cars können wir mal ignorieren, aber dann sieht man ja quasi schon klar, die Ding-Autos kann man sowieso schon im Autopass einsehen. Hier RS5, RS3 und M8.
Aber da sehen wir dann halt auch Autos, die schon noch kommen werden, wie den RS4 zum Beispiel. Jetzt muss ich gerade gucken, man muss halt die Traffic Cars immer ein bisschen rausnehmen, die tauchen halt hier leider auch auf. Aber ansonsten, ne, sieht man halt eben, GTS ist wieder zurück, das ist ja auch schon bekannt gewesen, eben der GT3 eben, der kommt. Aber sonst sieht man ja, dass da nichts sonst jetzt Neues dabei ist, was irgendwie in irgendeiner Weise jetzt noch mit drin wäre. Also deswegen jetzt darauf zu spekulieren, dass in Serie 8 nochmal ein 8. unbekanntes Auto kommt, würde ich eher ausschließen. Klar, sie könnten natürlich in 3, 3,5 Wochen nochmal ein Update raushauen, was das nachliefert. Aber wenn sie jetzt schon die Inhalte für Serie 8 hier reinhauen, dann wird es ja einen Grund haben. Das heißt ja schon mal, Serie 8 Update ist ja quasi schon drin. Da kommt maximal ein Hotfix Update oder so. Aber was neue Inhalte betrifft, denke ich mal, werden wir erst wieder zu Serie 9 was Neues sehen. Meine Vermutung. Ja, muss nicht so sein, ist nur meine Theorie. So ähnlich haben wir es ja auch zum Jahreswechsel gehabt. Da haben wir ja auch Serie, was war es, Serie 2 und 3 oder 3 und 4, weiß schon gar nicht mehr, haben wir ja auch auf einmal bekommen, sozusagen. Nee, die Traffic Cars erkennt er auch nicht als Foto, das ist noch ein Fehler. Die sind zwar in Horizon Promo drin, aber die kann man gar nicht abfotografieren. Den Monster Truck geht ja auch nicht. Wenn du den Monster Truck abfotografierst, zählt der ja auch nicht für Promo. Das ist leider noch ein Bug. Hast du deinen Forza-Controller-Code noch nicht aktiviert? Nee, ich habe sogar 2 von dem Code und ich habe den noch nicht aktiviert. Ja, ich habe den auch noch nie gebraucht irgendwie. Ja, Leute, ich wiederhole es nochmal. Wenn ihr Videos seht, YouTuber, Streamer, TikToker, Instagrammer, was auch immer, die jetzt schon Autos aus Ende Serie 7 oder sogar schon Serie 8 fahren, dann haben sie natürlich wieder den Time Travel benutzt, also die haben einfach die Zeit verstellt. Das kann man ja machen, aber das ist nicht erlaubt von den Entwicklern und man bekommt da auch früher oder später für ein Account-Bann. Deswegen empfehle ich keinem von euch, das zu tun, es sei denn, ihr wollt euren Account quasi gebannt bekommen. Wie gesagt, in Horizon 4 waren sie da sehr, sehr krass hinterher. Wie es jetzt in Horizon 5 ist, weiß ich nicht. Aber es spricht ja eigentlich jetzt nicht dagegen, dass sie es anders jetzt machen würden. Es ist ja weitgehend offiziell bekannt, dass man es nicht darf. Man darf auch nicht in die Vergangenheit reisen, tatsächlich. Das soll man auch nicht. So blöd, wie es klingt. Deswegen wartet einfach ab, bis ihr die Autos offiziell freispielen könnt und dann ist gut. Diejenigen, die das machen, ich sag's halt immer, wie es ist, über kurz oder lang werden sie die Konsequenzen spüren, ob es das wert ist, keine Ahnung. Sollen sie halt machen. Mir ist es langweilig. Also ich habe 0,0 Versuchung, das irgendwie zu machen, weil was ist die Konsequenz, was bringt mir das? Ray, ja, Grüße, viel Spaß und viel Erfolg, also Spaß in Anführungsstrichen, aber viel Erfolg vor allem bei deiner Physikarbeit. Dr. Strange, das ist falsch. Wir sind hier nicht bei Gran Turismo. Du brauchst nicht permanent eine Internetverbindung. Du kannst die Internetverbindung trennen. Und dann kannst du die Zeit umstellen. Es gibt keinen Online-Zwang in Horizon. Bei Gran Turismo ist das was anderes, ja. Da gibt es einen Online-Zwang.
Unterhosen schon seit Ewigkeiten. Das haben die, ist schon länger so. Tatsächlich. Hups. Hier haben wir nochmal Rennen. Können Sie die Autos nochmal Series 7 zeigen? Ja, kann ich nochmal machen. Also, neu gibt es eben jetzt den Ferrari 250 GT Berlinetta. Dann halt gesamt den SF90 Stradale. Dann haben wir einmal den California T, der zurückkehrt. Dann haben wir den Ferrari 512 Testarossa, der zurückkehrt. Und neu halt dann auch noch am Ende der Serie den F8 Tributo. Und im Autopass haben wir dann die Fahrzeuge, die Memphis dir gleich im Chat postet. Das neue FA5 Add-on wird was mit Jurassic World 3 zu tun haben. Wie kommst du auf die Theorie? Ich finde Serie 7 auch schon geil. Aber klar, Serie 8 schießt halt den Vogel komplett ab. Oder an. Ich habe auf Twitter aus Versehen geschrieben, schießt den Vogel komplett an. Ist mir was später aufgefallen, dass ich mich da vertippt habe. Gaming Bro, danke dir für die 10 Bits. Mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Sorry. Ein geleaktes Jurassic Car, okay. Okay, mal gucken. Aber wenn die jetzt schon mit so einem Crazy Expansion anfangen, oje, oje, oje. Da bin ich ja mal gespannt. Ich meine, ich werde wahrscheinlich ins Kino gehen für Jurassic World 3. So, ich habe schon Bock auf den Film, aber ob ich das jetzt in Vorzeit brauche, weiß ich nicht. Dass Dinos... Wobei, irgendwie lustig wäre es trotzdem. Es tut ja nicht weh, wenn jetzt hier Dinos rumlaufen. So. Ich meine, wir haben ja schon statischen T-Rex, haben wir ja schon. Ja, möglich ist es. Ich sag ja nicht, dass es nicht möglich ist. Ich habe ja nur gefragt, ob es Gründe gibt, warum ihr da auf die Idee kommt. Ja, ich meine, wir haben ja wirklich eben ja Hunde und Ziegen und Esel und so haben wir ja. Warum nicht eben halt auch so Dinos als Tiere, so auf einer extra Insel oder so? Also klar, ist völlig abstrakt und so, aber hey, wir sind in einem Spiel. So, warum nicht? Also. Die Frage ist halt nur, wie man es halt mit Autos verknüpft. So. Also dann muss es halt schon cool sein. Wenn es halt komplett weg vom Thema geht, ja, dann ist halt Kacke. Aber ja, also lustig wäre es. Also besser wie jetzt Lego oder so. Da hätte ich jetzt echt gar keinen Bock drauf nochmal. Lego war, fand ich... Als sich genommen cool und lustig, aber als Expansion leider nicht. Ja, wie gesagt, man könnte halt nur so eine Welt machen, wie jetzt geschrieben wurden in Jurassic World, ist ja auch in der Nähe von Mexiko, dass man eine extra Insel macht und statt halt die normalen Tiere sind halt dann die Dinos und dann gibt es halt vielleicht ein paar spezielle Autos irgendwie, aber an sich ist es halt einfach nur genau das. So. Und halt vielleicht ein paar Stories, die das so aufgreifen, aber sonst hat es eigentlich nichts dann damit zu tun. Das ist wie Fortune Island. Also stellt euch jetzt einfach Fortune Island vor. Nur statt, dass da Schäfchen rumlaufen, laufen dann halt da Raptoren rum oder so. Die dann Auto zerkratzen. Oh Gott, das würde ich mir halt schlimm vorstellen, wenn so aggressive Tiere, die dich die ganze Zeit verfolgen oder so. Aber ja. Dann halt Playmobil. Ja, so das Gleiche. Das ist ja genauso kacke. Die Raptoren fahren doch schon rum, ja, ist richtig. So, wir haben alles erstmal erledigt.
Aber ich würde sagen, da natürlich jeder Punkt zählt, jetzt in der Serie, weil wir wieder ein Serien-Dings haben und nicht so schnell wie möglich auf 80 Punkte kommen möchte, will ich natürlich die Dailies auch nicht verpassen. Und deswegen machen wir auch direkt die erste Daily, die heißt Blood Twist, führe 5 Driftfähigkeiten in ein Kapitel der Horizon-Stories aus. In der Vergangenheit waren diese Challenges meistens extrem buggy. Ich weiß jetzt nicht, ob das so geht, aber wir probieren es mal. In, ist eh komisch übersetzt, oder? Führe 5 Driftfähigkeiten in ein Kapitel. In einem Kapitel der Horizon Stories aus. Okay, also Story ist anscheinend egal. Dann nehme ich jetzt einfach die Drift Story, weil da driften wir ja sowieso. und die ist, ich weiß gar nicht mehr, wo die ist, wenn ich ehrlich bin. Die war am Festival, ne? Ja. Und dann nehmen wir da einfach eine und dann kriegen wir das schon hin, oder? Probieren wir es mal aus, ob es geht. Was mein Lieblingsmustang ist? Boah, das ist eine gute Frage eigentlich. Das weiß ich gar nicht. Was war denn? Ja, nehmen wir einfach so eine kurze, oder? Irgendwie so eine. Direkt am Anfang, die erste einfach. Deine Verbindung wurde unterbrochen. Ja, pff, ist mir doch Bums. Nee, ist nix Feierabend. Ich kenne nur einen Waliser, der mit so einem Auto umgehen kann. Kann ich das nicht wegdrücken? Nee. Nun ja, gerade. Wir werden nicht an deinen Zeitplatz-Skills arbeiten, das steht fest. Deine Eleanor wäre schon cool. Oder ist schon cool. Was machen wir? Ich finde generell so 69er Mustangs und so immer auch ganz cool. Aber wenn ich, glaube ich, mich jetzt entscheiden müsste, würde ich schon fast sagen, den aktuellen Shelby GT500 oder so. Finde ich schon eigentlich sehr geil. Ich bin da doch eher so der moderne Typ, glaube ich, in dem Fall. Genau wie daheim im Vereinigten Königreich. Das ist wirklich der beste Weg um eine Kurve. Tatsächlich wird der Wert des Driftens bei der Verkürzung einer Kurve immer mehr anerkannt. Selbst im konventionellen Rennsportkontext. Ist schon viel zu lange her, Rob. Na also, jetzt ist alles schön wachgerüttelt und aufgewärmt. Aber mach ruhig weiter. Die Temperatur der Reifen steigt ganz schön an. Weiter so. Hey. Gehört nochmal eine extra Runde drehen, ist voll geil. Oh Gott, da versagt er hier. Zu wenig Power. Komm wieder zurück, wenn du es nochmal versuchen willst. Ja, mal gespannt, ob das jetzt geht. Also, wann steigt die große Eröffnung des Drift Club Mexiko? Wer hat dir davon erzählt? Du bist so einfach dran zu kriegen, Rob. Ruf mich nächstes Mal an, hörst du? Ja, da klaut ihr viel Spaß dabei. Ja doch, hat geklappt, sehr schön. Sehr cool. Dann haben wir die Daily schon mal geschafft. Die anderen können wir ja noch nicht machen. Gut, dann sind wir damit durch. Aber wer jetzt noch ein bisschen Bock hat auf Livestream, es ist noch nicht fertig. Wir machen hier jetzt einfach weiter. Beziehungsweise die, die das Ganze auf als VOD gucken auf YouTube. Hier ist Schluss. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal.